So. Ah ja, wir waren beim Verhör stehen geblieben, ne? Das war's. Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. Genau. Das war ja hier unser Juwelier, der, so wie es aussieht, vor dem Schuhgeschäft einen Mann auf offener Straße erschossen hat. Und du machst es mir wirklich schwer, zocken oder Stream gucken. Die Entscheidung kann ich dir nicht abnehmen. Oder du machst beides und hast den Stream einfach nur im Hintergrund laufen. Das geht auch. So, Moment. Erstmal hier, wir gucken nochmal, was haben wir hier? Genau, wir haben die Schießerei auf offener Straße mit tödlichem Ausgang, ein männliches Opfer. Beleg für Perlenohrringe, ausgestellt von der Bank of Arcadia an C. Galetta, genau. Wir haben diese, Didn't I ask for a lawyer? Shouldn't you be on the phone, officer? Darf ich bitte erstmal meine Notizen durchgehen, bevor du mir Stress machst? Genau, wir haben den Ratenzahlungsbeleg gefunden beim Opfer. Der, C. Galetta war ja, so wie ich das im Kopf habe, die Dame, die auch im Schuhgeschäft gearbeitet hat, ne, und sich quasi so ein bisschen für ihren Chef mit eingesetzt hat. Und der alte Cool, danke dir fürs Follow, mach's dir gemütlich. So, dann 32er Patronenhülsen, leere Patronenhülsen, Kaliber 32, insgesamt 5 Stück auf dem Gehsteig gefunden. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Einschusswunden das Opfer hatte. Mindestens 3, vielleicht waren es sogar 5. Genau, FN Browning Pistole, FN Browning Modell 1922, Seriennummer 0118. Und der Herr ist der, der die Mordwaffe gewartet hat, weil das wohl eine sehr seltene Pistole ist. Fickman bestätigt, dass Kalu eine Browning mit Seriennummer 01138 reinigen ließ. So. Wir fragen mal nach der Schießerei. Let's talk about the shooting. Do you deny shooting Everett Gage? I'm a businessman. I run a jewelry store. I don't know what you're talking about. I'm sure my lawyer can clear all this up. Der behutsame Ansatz von Intuition. Also die haben das ja wohl mit der Mimik so gemacht, dass man halt an der Mimik auch erkennen können soll, ob er lügt oder nicht. Hi Koma, guten Abend. Ja, der Herr kann, glaube ich, ganz froh sein, dass das Ganze in Amerika spielt. Und Rain, schlaf schön, gute Nacht dir. Tja, sagt er die Wahrheit oder nicht? Er sagt halt, sein Anwalt kann es aufklären. Gut, der Anwalt wird sowieso für ihn sprechen, weil dafür sind Anwälte da. Wir bezichtigen ihn mal nicht der Lüge, sondern Zweifel. Achso, warte, ich kann aber... Ah, warte, man kann die richtig einsetzen, die Intuition. Wie funktioniert denn das? Der behutsame Einsatz von Intuition kann zu Durchbrüchen bei Befragungen und Verhören führen. 98,6 der Spieler wählten die richtige Antwort, nachdem sie einen Intuitionspunkt für diese Frage eingesetzt haben. Wie funktioniert das? Eine Antwort entfernen, Community-Fragen, alle Hinweise anzeigen. Ich verstehe noch nicht ganz, wie das funktioniert. Kostet jeweils einen Intuitionspunkt. Wir haben auch einen. Wie ist das gemeint mit einer Antwort entfernen oder Community-Fragen? Wisst ihr, wie das gemeint ist jeweils, was hiervon macht? Ich bin ja für Publikumsjoker. Wenn man einen nicht anguckt, direkt lügt, habe ich mal gehört. Ich habe mal, es gab so eine, wie war das bei einem Gespräch, wenn jemand nach links oben oder rechts oben guckt, hatte jeweils eine Bedeutung, weil eine Richtung hieß, man erinnert sich an etwas und sagt dadurch die Wahrheit und eine Richtung hieß, man benutzt seine Vorstellungskraft, das heißt, man lügt. Ich weiß aber nicht mehr, welche Richtung was war. Rechts lügen. Also wenn ich nach rechts oben gucke, dann lüge ich. Wenn ich nach links oben gucke, dann erinnere ich mich. Ne? Irgendwie so. Das mit der Community zeigt, wie sie gewählt haben, sofern ich mich richtig erinnere. Okay.
Eine Antwort von den dreien wird entfernt, die es definitiv nicht ist. Okay, verstehe. Wir haben ja hier, genau, Wahrheit, Anzweifeln, Lüge. Das heißt, das wird, dann wird eine davon entfernt. Okay, ich verstehe. Ich würde sagen, dann fangen wir, wir probieren beides erstmal aus. Fangen wir mal mit dem ersten an. Na toll, Anzweifeln ist weg. Wahrheit oder Lüge. Yay, das ist ja, Ja, dann bezichtigen wir ihn wohl mal der Lüge. You deny owning a Browning pistol, serial number 01138. I owned a gun, yes, but it was stolen in a burglary a couple years ago. You can't prove I used my gun on Gage. Das kann ja schon mal nicht sein, dass es vor Jahren geklaut wurde, weil die Mordwaffe ja gewartet wurde von ihm. You had the gun cleaned and bought a new box of ammunition. The store owner remembers you and where you worked. Is that so? It's amazing what the Nebbishes will recall when it suits them. Nabends zusammen. Ha. Guck mal da, das war richtig. Gut, dass wir dem gut zugehört haben. Und Suidane, guten Abend. Vielen, vielen Dank dir für ein halbes Jahr. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Und Moby Dick, guten Abend. Warte mal, ohne Anwalt darf er gar nicht mit dir reden. Klar darf er das. Klar darf er ohne Anwalt mit mir reden. Er könnte aber sagen, er sagt nichts, bis sein Anwalt da ist. Das wäre sein Recht, aber er redet ja trotzdem. Also, so gesehen. Sollen wir die Alerts muten? Didn't I ask for a lawyer? Shouldn't you be on the phone, officer? Okay. Moment. Sind gemutet. I've just got to keep my mouth shut and watch you run around in circles. We're done. Unless you want to keep making a schmuck of yourself. Nein, 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 nein. Ach, ich wollte doch noch eine Frage stellen. You disappoint me, Colfer. Fuck. Warte. Warte. Kann ich das nochmal? Nein. Ich will nochmal... Oh Mann, jetzt bin ich, weil ich aus dem Pausenmenü mit B zurückgegangen bin, hat er jetzt die letzte Frage nicht genommen. Warte mal, kann ich... Option, kann ich das nochmal von vorne starten, das Kapitel? Jetzt beende nicht das ganze Spiel, danke. Spiel neu starten? Nee. Ich guck mal, ob man bei dem Fall irgendwie neu starten kann. Streifendienst, Verkehrsdezernat, Sittendezernat, Brandermittlung. Die Erde, guten Abend. Danke dir für 3 Monate. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Echt enttäuscht, was? Ich glaube nicht, dass das ging. Kacke. Gucken, wenn wir jetzt auf Fortsetzen gehen. Vielleicht hat er sich ja nicht gemerkt, dass wir das gemacht haben. Vielleicht starten wir ja dann jetzt nochmal beim Verhör oder so. Sonst haben wir Pech gehabt. Wie doof. Ich bin halt nur aus dem... Yes, wir starten nochmal beim Verhör. Sehr schön. Puh, alles klar. Gut. Let's talk about the shooting. Teddy, guten Abend. Do you deny shooting Everett Gage? I'm a businessman. I run a jewelry store. I don't know what you're talking about. I'm sure my lawyer can clear all this up. So. Wir machen es wie eben. Wir haben ja eben auch hier einen Punkt eingesetzt und sagen jetzt wieder Lüge. You deny owning a Browning pistol, serial number 01138. Ach so, Dana, alles gut. Yes, but it was stolen in a burglary a couple years ago. You can't prove I used my gun on Gage. Isa, hältst du oben rechts für die beste Position? Was meinst du? Oben links? Du meinst wegen der Kamera oder was? Da wird ja jetzt gerade nur, Tutorial-Gedöns angezeigt.
Unten links wäre schön. Ich gucke gleich mal, aber jetzt lasst mich bitte wenigstens das Verhör fertig machen, weil wenn ich jetzt ins Menü gehe und wieder mit B rausgehe, dann haben wir wieder das Verhör verkackt. Ich gucke gleich mal. So, wir fragen, genau, wir sagen wieder hier mit der Mordwaffe gewartet. You had the gun cleaned and bought a new box of ammunition. The store owner remembers you and where you worked. Is that so? It's amazing what the Nebbishes will recall when it suits them. So, und dann mögliches religiöses Motiv. Wieso religiös? Warum? Mögliches Motiv ist rassistisch bedingte Feindschaft zwischen Kalu und Gage. Aber rassistisch ist doch nicht gleich religiös. Naja, wir fragen mal danach. Let's change the subject. You fasting for Yom Kippur, Mr. Kalu? Yeah, let's change the subject, you going motherfucker! How about baseball? You're not denying you're a Jew, Mr. Kalu. This is America. It's not Germany. It's not a crime. Some people don't like Jews, Mr. Kalu. Yeah, and I guess you're one of them. Gage hated Jews, didn't he, Mr. Kalu? I don't know what you're talking about. Puh. Harter Tobak. Deathrite, guten Abend. Danke dir für 10 Monate. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. So, können wir nochmal die Intuition einsetzen? Wir haben nochmal einen Punkt, ja. Dann probieren wir jetzt mal das mit Community-Fragen aus. Die haben es angezweifelt. 100%, okay. You left-wing-leaning parasite. You expect me to sit here and listen to your drivel? You call me that? You sit there and you call me those names, you goddamn goy butt-snatcher? You and that stump Gage! Why did you do it, Mr. Kalu? Gage. He's in the Chamber of Commerce. He's in with all those momsers. He blocked every proposal I ever put forward. Kike this and kike that. He's been trying to ruin my business for years. Edgar Kalu, I'm charging you with the first degree murder of Everett Gage. I respect your beliefs and your right to hold them. I hope for your sake, the jury can commute to murder in the second degree. May God have mercy on you, sir. Phew. Der hätte mal besser auf seinen Anwalt gewartet. Masterfully done, Officer Phelps. It is just Officer Phelps. Isn't it, lad? Yes, sir. Then let me have a word with the Chief of Police, young Phelps. The department needs heroes. A shining, honest face the public can admire. I applaud a man with your talent for unwavering justice. Back to your duties for now, Boyle. But here's a piece of advice. Get yourself 2 suits, get them pressed. You'll be needing them. Zwei gebügelte Anzüge, bitte. Errungenschaft, Polizeischule. Streifendienst abgeschlossen. Du hast dir für deine Leistung eine Beförderung verdient. Mach dich bereit für eine Versetzung. Solide Ermittlungsmethodik, Befähigung an der Dienstwaffe, höchste physische Leistungsstärke und ausgeprägte Verhörinstinkte. Guck mal da. Beförderung, genau. The driver's seat, der Fahrersitz. Here's your new desk, kid. You're on traffic. The hot sheet is posted here, next to the map. What's his problem? That's Biggs. He's an institution. So this is what all the fuss is about. Why couldn't they build a freeway that goes past my place? They haven't even approved the money yet, kid. The bond issue won't be till December. It'll be years before any of this will happen. Here's your new partner, Stefan Berkowski. I've heard all about you, Phelps. You go easy on me and let me earn the odd citation, and maybe we'll get along fine. I'm here to learn, Detective. Oh, he's an intense one, isn't he, Mel? He's intense. The newly minted detective here, Cole Phelps. Hi, Phelps. I'll be keeping an eye on you. I could spend a little time basking in reflected glory. Make a change from busting hookers and dope fiends. Who was that, Commander? Roy Earle, chief detective and advice. Do they all dress like movie stars? Well, Roy is a movie star.
And the whole of the seedy side of L.A. is his audience. What is that supposed to mean? Stick with me, kid. You'll find out. And now some housekeeping. Warm Central Division welcome for Detective Cole Phelps. Some of you guys may know Phelps. He's the cop who broke the jewelry store murder. Stand up and take a bow, Phelps. If it's all right with you, that's sir. That's an order, Phelps. Ooh. Shh, quiet, everybody. Phelps is one of only two serving LAPD officers who received the Silver Star during the war. Really gave it those lousy Japanese, eh, Phelps? I did my best, Captain. Why, you war hero is always so modest. I've partnered Phelps with everybody's favorite Pole, Stefan Bukowski. Hope you like work, kid. Bukowski sure as hell doesn't. Well, that's why we have partners, right? Okay, can it, guys. Stick with Bukowski. He's a good cop. He knows traffic inside and out. I'm gonna start you out with one case. Do okay, I'll give you a couple more. You screw up, you'll be rousting vagrants and running license plates. Now get down to the P.E. Freight Depot, 6th and Alameda. A patrolman called in a suspicious vehicle. Signs of foul play. See what you can find out. Come on, Phelps. You think the Vice Boys get any on the side? Das hat ein bisschen was von Schulklasse hier, ne? So, irgendwie am Rumalbern. Alle nehmen das nicht ernst, was der Lehrer vorne sagt und so. They really pushed you through quick, didn't they? 6 years on patrol before I got this desk. You were here in 5 minutes. What do you want me to say? I didn't ask for any favors. The women don't find you handsome, they should at least find you handy. I got the jitters again. Canary says he'll sing, but only if I guarantee he walks. That's makes it, no? Yeah. That's the cop in the newspaper. Oh Gott, wir sind bekannt. Man erkennt uns aus der Zeitung. Ist das unser Auto? Das scheint unser Auto zu sein. Jetzt sind wir Fancy Detective, ja. Was ich mich nur frage ist... Oh, da, guck mal. Chicago Lightning. Du triffst besser mit Thompson, BRL und Schrotflinte. Ah, die haben sogar Boni. Der Haudegen, du schlägst härter zu und kannst mehr einstecken. Und der Meisterschütze, du triffst besser mit dem, was? Oh, geh weg. Garant und der 45er. Das ist ganz schnieke, aber ich glaube, wir nehmen mal das hier. Wir sind jetzt ein Haudegen. Warum zieht er es nicht an? Ich möchte das gerne anziehen. Ah, jetzt. Gestern wolltest du noch alle erschießen, Isa. Ja, aber heute setzen wir uns mit schlagkräftigen Argumenten durch. You know this place? Sure. Near the old gasworks and signal depot in the warehouse district. I'll direct. So, und Crank, danke dir fürs Follow, mach's dir gemütlich. Ich überlege gerade nochmal wegen der Kamera. Unten links ist irgendwie, macht keinen Sinn wegen Minimap. Ich überlege nur, wenn ich die nach unten rechts packe, ob wir da nicht teilweise die Untertitel abschneiden. Das wäre ein bisschen doof. Mitte? Nein. Isa hat eingesehen, dass man zum Erschießen Aim braucht. Können wir laufen, aber der Weg ist doch bestimmt voll weit. Warte mal, ich gucke mal. Der Weg ist ganz schön weit. Wir fahren mit dem Auto. Oben rechts? Ja, aber oben rechts oder oben links macht halt kaum Unterschied bei der Kamera. Ich lasse die jetzt einfach erstmal so. All units of 459 just occurred at 6th and Saris. Any unit to handle code 2 identified. Du, lass mich mal durch. Tell me a little about yourself, Phelps. Are we friends now, Bukowski? We have to work together. Don't be so touchy. Grew up in San Francisco. My father was in shipping. Went to college at Stanford. Did 2 years. Ich hab grün, Mann. Before Marine oh Gott. Shipped out in early 45 as a first lieutenant. Warte. Oh, ich wollte eigentlich hier abbiegen. Naja, fahren wir noch eine weiter. Shipped back home. Did a year on the beat. Now
So you won the Silver Star. I don't want to talk about it. Der ist über Rot gefahren. Now, let me get this straight. You single-handedly killed 40 Japs on this hill in Okinawa. No, you were up there all night, draped in the flag, knife between your teeth, gun at the ready. You finished? The Emperor Hirohito himself leading the charge against you. I did my part, Bukowski. Whoa, whoa, LKW. Yeah, now I get it. Oh my Unfit god. Unfit for service. All units of 459 just occurred at 6th and 7th. Was ist das für eine Markierung hier auf dem Map? Da ist irgendwie... Haut da gerade einer ab, oder was ist das für eine Markierung? Wir gucken mal gerade. Ist das so eine Markierung, dass da gerade irgendwas los ist? So Mini-Quest-mäßig? Maskierter Räuber. Up on the roof, officer. He has a mask on his face. I caught sight when he shoved past me, but be careful. I saw him waving a gun. Gut, dass wir uns gerade das Haudegen-Outfit angezogen haben. Sind wir in einem verdammten Western oder was? Give it up now. Make it easy on yourself. Hey. Get the hell away from me. Ey, kann ich den... Scheiße. Entschuldigung, Verzeihung, ich muss hier durch. Entschuldigung. Ah, der schubst die Leute auch um. Ah. Komm schon. Oh, ha. Jetzt aber. Wow, der hat mir meinen Hut vom Kopf geschossen. Wo ist er? Wow. Kann ich nicht in den Nahkampf gehen? Ich kann nicht in den Nahkampf gehen. Okay. Kann man nicht einfach so mittendrin in den Nahkampf gehen? Muss man das mit Schießerei lösen? All units of 459 just occurred at 6th and Saris. Any unit to handle code 2 identified. Steht hier auf dem Friedhof, danke. Washington is again the nation's focal point as the 80th Congress convenes during one of the most crucial periods in the nation's history. Wir versuchen das aber nochmal. Following the Republican landslide of 1946, the GOP now possesses a clear working majority in both branches of Congress. You know, we might get there quicker if you use the siren. Ja, nee, wir müssen noch was anderes machen. So, da drüben, naja. Na, Kampf in der Schießerei. Nein, der hat halt hinterm Auto gehockt. Theoretisch hätte man ihn auch einfach ausnocken können, aber... Typisch Isa kommt mit Fäusten zu einer Schießerei. Na komm, immerhin nicht mit einem Messer. Give it up now. Make it easy on yourself. Get the hell away from me. Was mich aber irritiert beim letzten Mal, als wir auf den Flüchtigen geschossen haben, galt es auch als gescheitert. Oh, ich kann halt mit Controller so beschissen. Oh, Frau! Nee, Typ, geh mir aus dem Weg. Batz, Headshot. Ist das jetzt gescheitert? Nö. Warum guckt unser Partner so skeptisch? Warum hat unser Partner jetzt so skeptisch geguckt?
Straßenverbrechen abgeschlossen, 1 von 40. Gut, wir wissen halt nicht mal, was genau der Typ gemacht hat. Wir haben ihm aber einfach mal in den Kopf geschossen. Ich weiß nicht, ob das ist das, dieses mit Justiz und so. Das war unnötig. Ja, weiß ja auch nicht. Das letzte Mal hast du den auch umgebracht. Ja, diesmal auch, aber diesmal gilt es nicht als gescheitert. Verstehe ich nicht so ganz. Wir verhaften? Nein. Wer rennt, wird erschossen. Naja, er hat halt auch auf uns geschossen. Das war also quasi Notwehr. So, hier vorne irgendwo steht ein verdächtiges Fahrzeug. Wir parken einfach mal hier. So. Und schauen uns mal um. That you, Bukowski? Go on through. Parking lot straight ahead. I need to get back to work, officer. The detectives are here now. You repeat to them what you told me. I did the right thing by calling this in. I'm just a working stick. Just give them your story and you'll be all right. Sagten die nicht verdächtiges Fahrzeug? Alter, da drin ist ein Schlachtfest gefeiert worden. What the hell? This is your first case, Phelps. It's okay to admit it if you're stumped. If you don't know what to do next, just come talk to me and we'll see what we can figure out. Thanks, Stefan. You're okay. Schauen wir mal. I'm Officer Hart. Phelps, traffic. What have you got? Abandoned car, probably stolen. The solid citizen is Nate Wilkie. He called it in. What gives with the corner? There's blood all over the interior. Someone's copped a full Broderick, but no stiff as yet. We have an owner for the car? The car is registered to an Adrian Black, just north of Bunker Hill. All right, we'll take a look around. I'll keep Mr. Wilkie talking, but don't make him wait too long. He's the restless type. Okay. Nice day for it. Schießt den Typen, war gelöst. Jetzt war easy. So locker sitzt die Pistole auch wieder nicht. Das eben war Notwehr. Oh, scheiße. Doc? Detective Phelps. What have we got? A lot of blood for a blunt force injury. The victim must be in a very bad way. Any sign of the guy? Not unless he's in the trunk of the car. How's the world looking? Warum hast du den Kofferraum dann nicht mal aufgemacht, wenn du den Verdacht schon hast, Mann? Okay. Wir haben einen... Nope. Was ist da? Riverside Schlachthof. Oh. Ein lebendes Schwein. Mr. F. Morgan picked up a live pig yesterday. Sicher, dass das Menschenblut hier drin ist? Aber klar, wer kauft nicht ein lebendes Schwein und transportiert es in seinem Auto? 3,20, das ist ja billig, ja. Dann kriegst du heute nicht mal mehr ein Teacup-Schweinchen für. Nun. Können wir uns das hier noch genauer anschauen? Boah, alter Verwalter. Victim looks to have lost a lot of blood. Das sieht halt echt übel aus, Mann. Das sieht halt aus, als wäre das Schwein im Auto explodiert. Bestimmt nur im Papier geschnitten, genau. Können wir uns hier noch was angucken?
Da ist noch was Armaturenbrett in deinem Blut. Isa, Entschuldigung, hab ich vergessen. Wir reden mal mit dem, der die Polizei angerufen hat. Sir, I'm Detective Phelps. Name's Nate Wilkie. You found the vehicle? Sure. Saw it just sitting there. Strange place to be parking your car. Figured I'd better take a look. And then I saw all the blood. So I called the police. Vernünftig. So, Grund seiner Anwesenheit am Tatort, Wissen über Adrian Blake. Ja, ja, gut, der wird hier wahrscheinlich arbeiten. Gucken wir mal, was haben wir als Beweise. Verlassenes Fahrzeug. Hellblauer Lincoln, laut Meldung auf Gleisstrecke abgestellt. Blutflecken, große Menge Blut im Inneren des verlassenen Fahrzeugs. Und Quittung für ein lebendes Schwein, das ist halt... Und seit unterzeichnet von F. Morgan im verlassenen Fahrzeug gefunden. Das ist halt echt. Wir fragen erstmal, warum, aber er wird ja wahrscheinlich arbeiten. Mind if I ask what you were doing out here? Well, I work for the railway. I was on my way out to the switch and reckon I'd take a shortcut. Eigentlich glaube ich ihm das. Did you see anybody else in the yard? Maybe somebody hanging around the car? Nope. I hadn't seen a soul all day till you boys turned up. Do you know Adrian Black, Mr. Wilkie? No, sir. That ain't a name I'm familiar with. Dass immer dieses Anzweifeln weggeht, das ist halt irgendwie doof. You ever seen the car before? Funny enough, I did. A couple of nights ago, it was over there in the parking lot. Uh-huh. I know most of the cars are parked here regular, so it kind of stood out. Interessant. Thank you for your patience, Mr. Wilkie. If you don't mind waiting a little longer, I'm sure we'll have more questions once we've had a look around. Er hat eigentlich keine Geduld mehr. Ich gehe bisher davon aus, dass er die Wahrheit gesagt hat. Ich gucke mich hier noch mal ein bisschen um. Was haben wir hier noch? Da hinten liegt noch irgendwas rum. Als Beweis markiert. Oh. Brand name might give us something to go on. Oh. Wir müssen den Mord des armen Schweinchens unbedingt lösen, Isa. Wenn es ein Schweinchen war, das wissen wir ja noch gar nicht safe, ne? Vielleicht. Vielleicht lebt auch das Schweinchen und ein Mensch ist tot. Happier times, I guess. Sie guckt ein bisschen psycho. Führerschein Adrian Blake, Bunker Hill Avenue, Downtown. Weiß, männlich, 32, 1,73, blaue Augen, braune Haare, verheiratet. Okay. 32 years old, married. Sounds like an average guy. What was he doing out here? Ich glaube, das war es an Infos, oder? Ja. Ja, habe ich gesehen. Es gibt das. Irgendwas Spannendes an der Brille? Da steht doch was an der Innenseite. Na? Da. Stenzel Glasses. Home repaired by the look of it. Okay. So, kurz schauen. Haben wir hier noch was im Umkreis an Beweisen? Moment, wir gucken mal gerade einfach durch. Das ist A. Das ist... B, C,
Oh, ich tippe mal fast, das war's, ne? Könnte man hier noch irgendwas genauer betrachten? Nee, viel mehr als Blut ist ja auch nicht zu sehen. Auf was für Themen kommt ihr bitte gerade? Es geht hier um Mord. Fuji, guten Abend. So, was sagte er? Hier auf dem Parkplatz stand das Auto schon mal. Mal gucken, ob wir hier noch was finden. Er sagte, der hätte hier geparkt. Hier sind Ölflecken auf dem Boden. Das hat ja nicht unbedingt was zu heißen. Ich gucke erstmal nochmal, ob wir mit dem Augenzeugen sprechen können. Wenn der Streamer den Chat stört. Wow. I'll have the car towed down to the impound. That's about all I can do here. Okay. So, wir fragen mal nach dem Rohr. We found a steel pipe with blood on it near the car. Do you know anything about it, Mr. Wilkie? No, sir. I went straight for the law when I saw the car was full of blood. When you saw the blood, was it wet? Bright red or darker like it is now? Darker, I'd say. Looked dry already. Also wahrscheinlich in der Nacht zuvor passiert und er hat am Morgen dann jetzt oder am Vormittag das Auto gefunden. Sokolada, guten Abend. Danke dir für den Host. Vielen, vielen Dank. Und Chi, guten Abend. Danke dir für 10 Monate. Vielen, vielen Dank. The wallet by the car. Was there anything in it when you arrived? You accusing me of something, mister? Nein, ich glaub dir doch bisher alles. Er hat eine sehr selbstgefällige Mimik gerade, ne? Ist echt so, bro, seriously? What the hell? Geil. Nein, ich glaub dir. It's a simple question. I wouldn't know what was in that wallet. I never touched it. Thank you for your help, Mr. Wilkie. 3 von 4 richtig, okay. If you have to, I guess. I can't really spend no more time over this. Somebody's got to inform the wife, Phelps. If you're done here, we'll head over there now. Also er hat bei einer Sache gelogen. Ich tippe, es war das mit dem Geldbeutel. Vielleicht hat er doch reingeguckt und sich das Geld rausgenommen oder geguckt, wer es war oder irgendwie sowas in die Richtung. Aber er scheint zumindest über die Tat selber nichts zu wissen. Er hat bestimmtes Moos, das wäre möglich. Viele da stehen und gaffen. Leute, entspannt euch. Es hat ja keiner gespoilert. Ist doch alles gut. Hey, Flatfoot. You're looking to get rid of that old crate? I'll give you a nickel for it. Oh, wow. Was bist denn du für ein Dude? You guys, take your time. No freight rolling through here till we're done. And we're still punching the clock. I swear, this town is going straight to hell. Das ist ein bisschen eklig, was die hier machen. Das ist wirklich ein bisschen eklig. Ich meine, immerhin ist keine Leiche hier. Haben wir vielleicht etwas übersehen? Ich glaube nicht. Wir haben ihm ja 4 Fragen gestellt. Wir hatten 3 von 4 richtig, also 1 wird halt falsch gewesen sein, leider. Das wird halt die Brieftasche gewesen sein, wahrscheinlich. Aber ich sag mal so, wenn er in die Brieftasche geguckt hat oder sich Geld daraus genommen hat, macht ihn das ja nicht automatisch zum Täter. KDI 7.
So. Ups. Oh, unbelievable. Ja, Entschuldigung. 620 Bunker Hill Avenue. You know where that is? Behind Bunker Hill. A couple blocks north of Central Station. So, what do we tell the wife? Play it by the book. There's no stiff yet, so let's see how it plays out. Komm mit, Grün. Could be a car theft gone wrong. Make Black drive somewhere lonely, then give him a tap. But why leave the car? Well, obviously, someone got a little heavy-handed. It's the wrong way around. Well, how so, genius? Where is Adrian? If you've gone to all the trouble to steal the car, and it goes wrong, you leave the body behind, not the car. Ja, Lea, guten Abend. You got something there, Phelps. Doesn't add up. INS officer needs help. 333 South Main Street. 333 South Main Street. Officer needs help. 211. The shots fired. Unit to handle code 3. What about the guy in the crossing yesterday? Hier sind auch immer ziemlich viele Nebenaufträge und so, ne, wo man einfach mal hin kann. This guy is driving along and his oil light comes on. He stops the car and gets out. He pops the hood and he's on a rail crossing. Oh, you got it. He got his head under there checking the oil and the Southern Pacific freight slams into his car doing 90 miles an hour. Ich verstehe, warum manche hier einfach stehen bleiben. Hier ist noch nicht mal eine Ampel. Warum bleiben die einfach stehen? What a pointless waste of life. You'll get plenty of blood and guts and mindless stupidity working traffic, folks. And who needs a Second Amendment when we'll give a goddamn fool the license to get behind the wheel of an automobile? If it's a kidnapping, why leave the victim's ID? If it's a murder, why leave the car? The evidence doesn't add up. Free lesson, Phelps. Evidence will only get you so far. You ask me, the whole thing feels hinky as hell. What I wouldn't give to have your powers of intuition, Counselor. Don't worry, kid. Keep watching the master and you'll get there one day. Man sollte nicht so viel auf Untertitel gucken, während man Auto fährt. So, warte mal. Ich muss mal kurz... Karte, wie weit müssen wir denn hier eigentlich? Achso, okay, ist noch ein Eckchen. Die Autofahrten killen mich. Ach, naja. Es ist ja nur, um von A nach B zu kommen, ne? So, mal gucken, wo wir jetzt am dümmsten lang fahren. Ich fahr mal hier rum. Und dann am besten links, ne? Ach Leute, dann machen wir es halt so. Ja, es muss noch hier vorne irgendwie in der Straße sein, kann das? Irgendwo hier. Flosho, guten Abend. Na, wie war dein Tag? Ich hoffe, du hast schön gefeiert. Let's go introduce ourselves. You talk to her, Phelps. I'm no good at this shoulder to cry on stuff. Ja, dann fragen wir hier mal vorsichtig nach, wa? Just a minute. LAPD, Mrs. Black. May we come in? We have some bad news, and we'd rather discuss this in private. I'm Margaret Black. We can discuss this in the living room. Please come in. Ich glaube, sie ahnt schon, dass da was nicht stimmt. Oder sie weiß, dass was nicht stimmt. Your husband drives a blue Lincoln, Mrs. Black? That's correct. The car has been found abandoned, and I'm afraid there are signs of foul play. I knew something was wrong when he didn't come home. We believe your husband may be injured. We found a pipe on the scene with blood on it. Oh, no! My poor Adrian! Does the name InstaHeat mean anything to you, ma'am? Yes, it does. We've just had a new water heater installed. Whereabouts, Mrs. Black? Just outside the kitchen window.
at the side of the house. I'd like you to try and stay calm and remember everything that you can about last night. My partner and I are going to take a look around. When you're ready, we're going to have some more questions for you. Is that okay? Of course, officer. Anything to help secure my husband's safety. Okay. Well, let's check the place out. Come on. Have a good look around. There's got to be something in here to go on. Ja, wir gucken gleich draußen. Ich will mir aber erstmal draußen diesen besagten Boiler anschauen. Vorm Küchenfenster, hat sie gesagt. Das ist die große Frage, wo ist der Küche? Ist die Küche, ist das das hier? Das sieht nach Küche aus, das müsste der sein. No use leaving the thing half finished. Aha, und einzelne Rohre. Was? Ich bin Polizist, kein Installateur. So the pipe missing from Mr. Black's heater is the same one that killed him. Huh. Seems like the assailant is a little closer to home. Hmm. Okay. Weiß jemand, der hier ein- und ausgeht? Was finden wir noch? Schauen wir mal gerade uns ein bisschen hier im Garten um. Was ist das für ein Haus? Weiß man nicht. Hast du schon was gefunden? I'm at a loss. Make sure you cover all the rooms. We don't want to miss anything. Naja, ich wollte das Gartenhäuschen schon mal durchsuchen, aber das geht schon mal nicht. Im Zweifel ist es immer der Gärtner, genau. Wie heißt die Frau, Isa? Was? Welche Frau? So, Adrian Black. Insta Heat Model 12. M. Ryan. This was only recently installed. Mit der du eben gesprochen hast, der Mrs. Black, das ist die Frau von Adrian Black. So, das ist dieses Insta-Heat-Gedöns. This doesn't pertain to the case. Ein Bügeleisen. It doesn't appear to be connected. Was haben wir hier noch? Wir müssen uns ja alles angucken, ne? Das war ja so die Ansage von unserem Kollegen gerade. Keine Ahnung, was das ist. Notizen am Kühlschrank kann ich mir auch nicht angucken. Warum stehen hier zwei Tassen? Kann ich mir aber auch nicht angucken. Kann mir erstaunlich wenig hier gerade angucken. Kavanaugh's. So who brought this home? Hm, okay, lass mich raten. Wir müssen... Ah, wir können hier nur das Teil angucken. Wir müssen sie wahrscheinlich fragen, ob ihr Mann Raucher ist. Und sie selber. Und wenn nicht, dann müssen wir fragen, wer hier der Raucher ist. Irrenarzt Fontaine bietet gestörten Veteranen Hilfe an.
Lie down, make yourself comfortable. So, you're a friend of Courtney's? Yes, Doctor. He seems very concerned about you. I have these visions. These blinding visions. I can't get them out of my head. My skull, it feels like it's in a vice. I'm going to give you something to calm your nerves. I want to take you on a journey. A journey back. I want you to remember the good things about your past. Occasions that made you laugh. Times that made you smile. Ja. Hilfe in Form von Drogen anscheinend. Was ist das? Maybe if now. Silberpolitur. Doesn't look like anything. This isn't what we're looking for. Das ist schon eher nicht so hübsches Besteck, ne? Not much help. Was mit den Handschuhen? Die können wir uns nicht angucken. Doesn't tell me anything. Joey, guten Abend. Take a smarter man than me to connect that. So, was haben wir hier noch? Durch die Tür können wir nicht durch. Brillenetui könnte schon mal seins sein, ne? Was ist hier los? Pacific Northwest Railroad. Von Los Angeles nach Seattle. 3. Dezember. A used ticket to Seattle and a suitcase gone missing. Someone couldn't wait to get out of this house. Ist jemand abgehauen in Wirklichkeit? Hier liegen schon wieder diese Streichhölzer. Maybe Adrian was a patron. R and I should have an address. Nee, eigentlich wollte ich auf die Sachen da hinten in der Ecke, aber da können wir anscheinend nicht drauf gucken. So, was haben wir noch? Meine Güte, hier muss man ganz schön viel untersuchen, ne? Was ist hier? Was ist denn mit den Kleiderschränken von denen los? Die sind ja komplett leer. Separate bedrooms, separate pictures. What gives here? Oh, scheint nicht die beste Ehe gewesen zu sein. Oder zu sein. Wir wissen ja noch nicht, ob er tot ist oder nicht. So, kurz gucken. Hier haben wir uns umgeschaut. Wir können uns halt hier im Zimmer bei ihr noch umschauen, ob hier noch irgendwas ist. I don't think this is going to help us.
Probably not. Ob einer schnarcht, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Not everything here is going to be relevant. Aber das mit den getrennten Fotos ist halt merkwürdig irgendwie, ne? Getrennte Schlafzimmer könnte man so mit Schnarchen oder so oder blöden Arbeitszeiten oder so ja noch verstehen. Ach, danke, dass du die Tür für mich aufmachst. Aber eigentlich wollte ich da gar nicht... Ich will nicht wissen, was hinter dieser Tür ist, aber da können wir nicht durch. So, aber ich glaube, damit haben wir alle Zimmer, ne? Ich glaube, ja. Warte, noch kurz gucken, was das hier für Zeitschriften sind. Können wir nicht angucken. Okay, dann reden wir nochmal mit der Dame. So. Wir fragen erstmal nach dem Aufenthaltsort. Did your husband tell you where he was going last night? All he said was he was gonna meet Frank for a drink. Yes, Frank. So nothing out of the usual then. Well, he came home early from work. He never comes home early. And he went out early, too. He normally never leaves for the bar till about 7. Ach, geht er jeden Abend in die Bar, oder was? Wir fragen mal nach dem Streichholz. Your husband frequents Kavanaugh's bar? How did you know that? Adrian practically lives there after work. Hm. Das glaube ich auch bei den ganzen Streichholzdingern. Up until recently, he's been away in Seattle a lot on business. Fragen wir nach ihrem Alibi. I think you should come clean with us, Mrs. Black. Your husband is missing, and after our search, I'm willing to call the circumstances suspicious. Can you account for your movements last night? You're not accusing me, are you? What an awful thing to say. I was here all night, of course, waiting for Adrian to come home. Huh. Aber wir haben gar keine Punkte mehr, die wir einsetzen könnten. Solai, guten Abend. Dankeschön für den Host. Vielen, vielen Dank. Wie geht's dir? Was habt ihr gemacht? Also so wie sich das Ganze hier gestaltet, würde ich jetzt mal anzweifeln, dass sie zu Hause gesessen, die Hände in den Schoß gelegt und auf ihren Mann gewartet hat. The evidence is stacking up, Mrs. Black. It all places you at the rail yard last night. I've already told you I was here all night alone. Your stack of evidence doesn't change a thing. Hm. Nicht sehr überzeugend, aber nun gut. Wir fragen mal nach der Schlachthausquittung. We found a receipt in the trunk of your husband's car for a live pig. This receipt was made out to an F. Morgan. A pig? Adrian runs a tool business. That would be Frank Morgan. God knows what he's up to. What makes you say that about Morgan, ma'am? He's the foreman at my husband's plant. A very shady character. I told Adrian he needs to keep his distance from the staff. They're always out drinking together. Lohnung 5, versteckte Fahrzeuge, was? Wie versteckte Fahrzeuge? Terraria, ah. Ja, mir geht's auch gut, danke schön. Schmidi, guten Abend. Und Son of the Beast, auch guten Abend. Und Isanity, hallo. Wenn Sie dem Schwein auch nur ein Haar gekrümmt haben, wir werden sehen. Warte.
Scheiße, wir können... Nee. Nee, warte. Nee, geh mal da raus. Ah, um mein Telefon zu benutzen. Operator, give me R&I. Putting you through now. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? I need an address on a Kavanaugh's bar. Certainly, Detective. One moment. Kavanaugh's bar, corner of Aliso and Hewitt. South side of Union Station. Thanks, ma'am. Okay, wir haben die Adresse. Und einen am Helm. Danke fürs Follow, mach's dir gemütlich. Ah, wir können hier noch alle Hinweise anzeigen lassen. Okay, wir haben zwei Hinweise noch übersehen anscheinend. Einen hier irgendwo. Was haben wir hier übersehen? Da hatten wir die zwei Sachen. Aber da steht doch sonst nichts drauf. Umdrehen können wir es halt auch nicht. Irgendwas? Irgendwas müssen wir hier übersehen haben. Das zeigt es nämlich immer noch auf der Map an. Was haben wir hier übersehen? Fitzwatz, schlaf schön. Gute Nacht dir. Was haben wir hier übersehen? Das haben wir auch schon bei der anderen Streichholzschachtel gesehen. Das kann es ja nicht gewesen sein. Welcher Hinweis fehlt uns denn? Das können wir halt auch nicht umdrehen. Und für wen arbeitet der schwarze Erstzeuge? Für die Railway. Ach, wir können es noch umdrehen. I wonder if someone in the house bought this unit, knowing how they would use the parts. Hmm. Nee, ist kein Installateur. So, und da drüben fehlt noch eine Sache. Das wird... Ist das das Zimmer oder eins davor? Oder ist das der Garten? Es könnte der Kleiderschrank sein, ist es aber nicht. Nein. Okay, gucken wir nochmal in dem anderen Zimmer. Letty, guten Abend. Hier haben wir noch irgendwas übersehen. Ah, man kann es noch öffnen. Ja. Stencil. So the glasses are a match. Mhm. Also haben wir seine Brille quasi am Tatort gefunden. Fragen wir noch nach dem Brillentrieb. Was your husband wearing his glasses when he left here yesterday? Yes, he just bought a new pair. He just bought a new pair. Waren die Brillengläser nicht selbst repariert? Repariert. So you disposed of the new pair after you killed your husband. You made a mistake in leaving the old pair behind. I never did. How can you be so heartless, throwing around accusations at a time like this? But when I think of you,
Passt irgendwie nicht so ganz zusammen, ne? Passt nicht so ganz zusammen, was sie da sagt. Das ist schon echt makaber, was denn? Hey, können wir die Brille immer noch weiter untersuchen? I don't get it, das ist irgendwie... Ohne Beweise sind solche Unterstellungen schon echt hart. Naja, das Problem ist halt, das Anzweifeln ist halt teilweise sehr kritisch, ne? Wo man denkt so, das ist nur nochmal so ein Nachfragen, ist es halt echt schon... Das Anzweifeln ist halt teilweise schon so ein Beschuldigen. An meinen Adrian, ich habe Sehnsucht. Komm schnell wieder, mein Schatz, Nicole. To my Adrian. This thing gets more and more interesting. Die Frau hieß nicht Nicole, ne? Und King Jorgenzo, danke für den Haus, danke dir. Warte mal. Sie heißt Margaret. Hat er etwa seinen eigenen Tod vorgetäuscht, um zu Nicole zu gehen? Oder wusste sie von Nicole und hat Maßnahmen getroffen? Tell us about the photo of Adrian in the bedroom. What is there to tell? It's from his most recent business trip to Seattle. Das mag ja sein, aber... You and your husband are in separate bedrooms. What gives? Did you want him out of the way, Margaret? No, I did not. My husband and I may have drifted apart, but it wasn't my choice. We'll keep you informed, Mrs. Black. Wir hatten nur die Hälfte richtig. Nur die Hälfte richtig. Aber das mag auch sein, dass wir zu viel angezweifelt haben, dass sie eigentlich die Wahrheit gesagt hat. Aber ich werde den Verdacht nicht los, dass sie vielleicht was von Nicole geahnt hat. Ist bestimmt noch in seiner Kneipe, meinst du, wir finden den jetzt gleich? Da ist doch das Schwein, Nicole. I don't think so. So, dann suchen wir mal die Bar. Wo ist die denn? Ui, die ist ein Stückchen entfernt. Okay. Jesus, I'm glad to be out of there. Mr. and Mrs. Black don't seem to have the happiest home life. He's too scared to divorce her and she's too much of a shrinking violet. So ganz wendig das Auto. If this hadn't happened, they could have stayed miserable together forever. You think she could have killed him? She sure as hell doesn't seem the type. Stranger things have happened. So. Wie war das? Die Hauptstraße auf jeden Fall noch ein Stück runterfahren hier. Jetzt irgendwie hier rum. Und jetzt muss ich nochmal auf die Karte gucken. Ja, wir müssen jetzt abbiegen. Da ist es ja schon. Joe, guten Abend. Hey, I know you. No, you don't. Goddamn Bruins are having a season. So, wie viel Uhr haben wir eigentlich? Es ist Mittag, ne? Na gut, dass die da schon sitzen und saufen. Moin, Leute. You know Frank Morgan? Sure. Frank's your regular. He's a loner in the back.
Okay, einer von denen, die da hinten sitzen. Kann ich mit denen reden, die hier sitzen? Going to church doesn't make you a Christian any more than staying in the garage makes you a car. Ah, das ist eine Lebensweisheit. Kann man die Musik ändern? All right. We need to find Frank Morgan and give him a squeeze. Ah, ja, gut, ich kann hier nichts machen. You drove me up to Mulholland? Frank Morgan? Who's asking? Ah, du, nicht der. Cole Phelps, LAPD. I understand you're a friend of Adrian Black. Yeah, I know him. Are you aware that he's missing? No, I hadn't heard that. Tough break. Das klang aber gar nicht ehrlich. Das klang so nach Buhu. Schau in der Küche nach dem Schein. Schau nach dem Schein. Was? Ach, das Schweinchen. Ich sag grad, was für ein Schein. We found Black's car, abandoned in a freight depot, covered in blood. You know anything about that, Morgan? Hell no. I'm sorry to hear that. I like Adrian. He's a good boss. Please, don't tell me you actually believe this jerk-off, Phelps. Warum muss ich da irgendwie an Trump denken? Ich wollte noch mal kurz hier reingucken. Hier, Wasserbeule. Insta-Heat-Wasserbeule. Er hat halt hier so ein Several-Tool. Irgendwas hat das was damit zu tun vielleicht? Also er wirkte gerade echt nicht so, als würde er die Wahrheit sagen. You're lying, Morgan. You were there. And you're talking out your ass, Detective. How about you prove I was out at that rail yard? Das ist doch bestimmt die Quittung für das lebende Schwein. You were there, Morgan. We found a receipt in the trunk of the car. It has your name on it. We can call the slaughter yard and nail you on it. All right, already. That fool Adrian's fallen for some dame in Seattle. He wanted me to make it look like he'd been attacked. Aha. Hat er also doch seinen Tod vorgespielt. Also zumindest würde das jetzt darauf hinweisen. Where exactly is Black holed up? No idea. I think he took off for Seattle. Aber warum liegt dein Geldbeutel da noch da? Das passt nicht dazu. Und die Brille? Gut, die Brille ist halt alt. Er hat sich gerade eine neue gekauft. Er kann die neue mitgenommen haben. Aber sein Geldbeutel liegt noch da. Das macht halt keinen Sinn. Und das mit dem... Nee, das kann... Wir zweifeln es mal an. I'm tired of your stick, Morgan. Spill it! Or we take you out in the alley and we knock it out of you. He's holed up at my place. Ah. Waiting for some money to come through before he blows town. An address? It's an apartment house at the corner of Temple and Figueroa. Apartment number 2. Versteckt. I think that's all. Thanks for your help, Morgan. We appreciate it. Hey, I'm just glad I could help. I love cops. Cuff him, let him go. It's up to you, Phelps. There's no way I'm writing this idiot up. You want a tip? Refill my coffee faster. You got Morgan's address? Let's get over to his apartment. Ja, gucken wir mal nach, ob er wirklich da ist. Der hatte eine ganz komische Mimik. Zugticket ist doch noch da gewesen, Isa. Ja, aber das ist ein Zugticket gewesen, nicht nach Seattle,
sondern von Seattle zurück. Hier, warte. Lull? Are you kidding me? Hat der mich gerade über den Haufen gefahren? Was bist denn du für ein Sack? Alter, kann ich dich... Hör mal, ich hol dich aus dem Auto raus, ne? Du hast gerade einen Polizisten angefahren, Mann. I'm sorry, sir. Police officer. So I pay the city all these goddamn taxes and you need to take my car? Ja, aus Prinzip. Ich nehme jetzt einfach dein Auto, weil du mich über den Haufen gefahren hast. Nein, ich stelle den jetzt hier hinten einfach ab. So. Wir nehmen schon unser Auto, weil das ist schneller. Gut eingepackt, danke. Nee, warte, ich wollte ja doch hier das nachgucken. So, und zwar hatten wir doch hier... Wo ist das Zugticket? Da, Zugticket. Das ist nämlich mit Rechnung von Los Angeles... Nee, nach Seattle. Stimmt, du hast recht, das ist nach Seattle. Ist aber ganz schön doof, wenn er sein Zugticket in dem Haus hat liegen lassen, obwohl er eigentlich so seinen Tod schon vorgespielt hat und so, ne? I've met some pretty good liars in my town. People who sound convincing because they actually believe their own bullshit. Type is clever, hard to catch out. Frank Morgan is not one of those people. No, he is not. KGPL calling car 11K. 11K, come in. 11K, go ahead. So, wo fahren wir denn jetzt lang? Entschuldigung. The man in Lincoln at the PE Freight Depot is not human. Repeat, not human. Compositional analysis. Wir hätten, glaube ich, da lang gemusst. Roger, KGPL. Kind of reel this guy in, Phelps. So, hier irgendwo. Da. Well, let's check the place out. Come on. Guck mal, hier gibt's neue Sachen zum Anziehen. Es war noch so jung und pink. So, wie war das Apartment 2, ne, hat er gesagt. 1 bis 4 ist hier. Nummer 1. Nummer 2. Help you, gentlemen? Ja. LAPD Detectives, Mr. Black. You're under arrest. Look, I'm really sorry about this. I never tried to hurt anyone. I just needed to get away from L.A. I won't put up a struggle. Just let me get my things. Der haut doch eh ab. Ach, komm schon. Phelps, go after him. I'll try and head him off in the car. Remember, the gun is the... Ach, komm schon. Warum müssen die eigentlich immer abhauen? There's no point running, Adrian. Adrian! Wo ist er hin? Wo ist er denn hin? Ich weiß nicht, wo er hin ist. Ich habe keine Ahnung, wo er langgelaufen ist. Mr. Black, get back here right now. It's over, Adrian. Wo ist er denn hin? Ach, okay, er steht vor unserem Kollegen am Auto. Danke für die Hilfe. Why not just come clean with her, Black? Why the melodrama?
I thought it would be easier. No, it just got a whole lot harder. Adrian Black, you're under arrest for conspiracy and fraud. We'll see what the DA has to say about wasting police resources on a wild goose chase like this. You're gonna lose your wife, lose your job, and probably end up in the big house. I hope she was worth it, Adrian. That turned out to be quite some case, huh? Adrian, what an idiot. You got an arrest and a clearance in your first case, and in fine style, too. Well done, detective. Efficient investigation technique, good public presence. You keep that up and you learn from Bukowski here, you could go a long way in this department. Wir haben Lob bekommen. Vom Captain. Wunderknabe-Trophäe hier. Oh. Oh nein, es gibt Fahrzeugschaden. Oh Scheiße. Ups. Blackbeard, guten Abend. Und Morian, schlaf schön. Gut, vielleicht sollten wir das nächste Mal ein bisschen besser auf unser Auto aufpassen. Aber wir haben 14 von 14 Hinweisen gefunden und wir haben 8 von 12 Fragen richtig beantwortet. Und wir haben den Fall ausgezeichnet abgeschlossen. Mrs. Black ist kein Fußabtreter. Mit den richtigen Beweisen hätte sie alles über ihren Ehemann ausgeplaudert. Dammit, da hätten wir noch ein, zwei Sachen etwas anders dingseln müssen. Nun. Es gibt Fahrzeugschaden. Game over, wir sind pleite. Na, ich gehe doch davon aus, dass das Polizeipräsidium die Kosten dafür trägt, oder? Da gehe ich mal ganz schwer von aus. So. ich würde sagen, wir machen jetzt ein kurzes Päuschen, weil das bietet sich an. Wir haben gerade den Fall abgeschlossen. Machen wir jetzt ein kurzes Päuschen und machen gleich noch einen Fall. Ich weiß nicht, wie lang der nächste Fall ist, aber ich würde sagen, so einen Fall machen wir vielleicht noch. Sind wir hier bei Cobra 11? Naja, komm, das Auto hat sich nicht überschlagen und es ist nicht explodiert. Also Cobra 11 Niveau haben wir noch nicht. Wir haben ein paar Kratzer im Lack, aber das ist okay. Wir sammeln in der Weile hier im Chat für den nächsten Autoschaden, alles klar. Ah, oh, Blackbeard. Meine Güte, vielen, vielen Dank dir. Dankeschön. Danke für 9 vergiftete Subs an die Füpse. Vielen, vielen Dank dir. Dankeschön für die große Unterstützung. Und willkommen zurück an alle, die es erwischt hat. Viel Spaß mit den Emotes. Und auch eine gute Nacht dir. Damit sind die 1000 voll. Wupp, wupp. Ups, 100. Ich danke dir. Vielen, vielen Dank. So. 5 Minütchen an alle, die jetzt schlafen gehen. Eine wundervolle gute Nacht und schlaft schön. Und an alle anderen, wir sehen uns gleich beim nächsten Fall. Ich bin gespannt, was da auf uns zukommt. So. Schub, einmal rüber zu den Clipsen. Und bis gleich. So, letzter Spielstand. Das sollte es eigentlich. Oh, ach Gott, wir haben unser Gerät. Ich habe gerade gedacht, jemand steht hinter uns. Habe ich mich gerade schon scheiße. Yeah, ich mach schon. Oh, oder auch nicht. Eigentlich habe ich auf den Sims hier gezählt. Naja. Der Wertrahmen, der ist ziemlich dick, oder? Sagen Sie mal, Ihr Hamster, der Wertrahmen, ist der nicht ziemlich dick? Natürlich. Es ist sogar der dickste Hamster der Welt. Aber ist der Käfig nicht viel zu klein für ihn? Nein, Wertrahmen mag's gemütlich. Und er bewegt sich eh nicht sonderlich viel. Wie sollte er auch? Ich komme auf die Betonung nicht klar.
Sagen Sie mal, Ihr Hamster, der Bertram, ne? Oh, so geil. Ich wusste nicht, dass du mich auf Lautsprecher hast. Alexa, kauf Kondome. Alexa, ja. Alexa, spiel Helene Fischer. Oh nein, meine hat zugehört. Alexa, stopp. Da habe ich nicht dran gedacht. Oh Gott. Einfach nehmen? Lull. Einfach nehmen. Einfach nur nehmen. Einfach aufheben. Wie man das in Point-and-Clicks so macht. Ja nun. Na, jetzt. Oh, wow, was? Lull? Lull? Nein. Ist kein Witz. Ich hänge fest. Lara bewegt sich nicht mehr. So, und ablegen. Hallo? Wow. Drüber geschossen. Au. Oh. Ah. Oh. Oh. Au. Was zur Hölle war das? Oh, nichts. Nur Blähung. Mein Magen war die letzten Tage etwas verstimmt. Großer Gott! Du solltest mal zum Arzt damit gehen. Ich weiß. Tut mir leid. Schon okay. Sei einfach still. Zwing uns nicht, dich an die Leiche deines Freundes zu ketten. Wäre das nicht etwas grausam, Alter? Hey, schon verstanden. Ich bin ganz ruhig, versprochen. Fuck! All der Ärger für eine blöde Gabel? Gott, ich hoffe, die wird wenigstens noch mal nützlich. Du solltest damit mal zum Arzt gehen. Kaboom! Oh Gott. Oder so. Heilige Scheiße. Bist du okay, Nate? Ja. Na, komm schon. Kann ich das irgendwie abbrechen mit der Granate? Ja, kann ich. Okay. Ich glaube, dann hätten wir wirklich Streit. Du fährst. Sicher? Du machst das doch gut. Ja, finde ich auch. Nach all dem brauche ich eine Pause. Ach, du brauchst eine Pause? Verdient. Du brauchst eine Pause. Da. Ich find's ein Hauch gruseliger als Layers of Fear. Oh. Sag ich ja. Ja, schade. Der Spielstand. Das sollte es eigentlich. Oh, oh Gott, wir haben unser Gerät. Ich habe gerade gedacht, jemand steht hinter uns. Habe ich mich so, sorry, ich musste gerade noch einen kleinen Hund vom Stuhl schmeißen. Ari, guten Abend. So. Schwupp. Spiel. Hallo. So. Danke fürs Webchen.
schmeißen? Ja, heben. Aber irgendwie legt die sich jedes Mal, wenn ich auf dem Stuhl gesessen habe und dann weggehe, legt die sich auf den Stuhl, weil dann ist die Decke ja schön warm. War doch schon lange da. Es tut mir leid. Das ist tatsächlich so ein Spiel, wo ich immer irgendwie gefühlt jetzt so, ich kriege nur so ein Viertel vom Chat gefühlt mit bei dem Spiel tatsächlich, weil ich so viel auf so viel achten muss. So, nächster Fall. Deathrite, schlaf schön. Der Wagen des Konsuls. Okay, we're gonna keep this short. I'm already late for the DA. First up, Phelps, Bukowski. We got a report of a brand new Packard abandoned in an empty lot off 2nd Street between Olive and Grand. PR is one Oswald Jacobs says the vehicle was dumped in his backyard. There's a patrolman on site. Get down there and see what you can turn up. Any questions? Good, get going. Irgendwelche Fragen? Nein, okay, dann fahren Sie. Lässt uns ja richtig viel Zeit, Fragen zu stellen. Better go earn our pathetic wages. Rimsky, O'Halloran. Intelligence has information on a stolen car racket. An abandoned vehicle. What's he waiting for? We catch all the good ones, huh, Phelps? Sounds like there's more to it than that. Nobody dumps a shiny new Packard unless they borrowed it without asking. You don't say. Was mich immer noch so irritiert, war eben, stand da ja irgendwie versteckte Fahrzeuge freigeschaltet, was das bedeutet. Ausgang war da. Ich gucke mal gerade. Protokoll-Outfits. Soll ich dich aufklären, was das betrifft? Gerne, ja. Devolus, alles klar. Mach dir einen schönen Abend noch. So, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir dieses Mal keine Katscha ins Auto fahren. Damit wir nicht schon wieder so viel Schaden haben am Wagen. Wow! Alter! Geradeausfahrer haben Vorfahrt! Pissnase! Entschuldigung. Margaret should show some pride. Pride comes before. Viel Gott Ihnen guten Abend. Und der fährt einfach über Rot. Das muss man hier nicht so ganz verstehen. Die halten sich ja selber alle nicht an die Verkehrsregeln. Und ich habe gerade grün bekommen und die fahren trotzdem noch. Was ist denn hier los? Ihr seid doch alles Verkehrsraudis. So, irgendwo hier in der Ecke muss das sein. Anfahren am Berg, was? Die Autos, nicht alle, soweit ich weiß, zählen zum Fortschritt dazu. Du musst sie sozusagen freischalten, indem du sie einmal betrittst. Und dann habe ich sie als eigene Fahrzeuge, oder wie? Also dann kann ich quasi mein Auto wechseln. Hon, guten Abend. So, ne? Soweit ich weiß, ja. Ich schaue nochmal eben nach, aber ist selbst lange nicht gespielt. Okay. Ah, da drüben ist die Polizei. Sehr schön. Dann parken wir einfach mal hier. Wahrscheinlich fahren wir in der Animation doch gleich nochmal mit dem Auto ran, aber... Achtung! Jacobs Hinterhof.
Phelps, Traffic. I'm Officer Houlihan. Cars down the alleyway, detectives. Da fehlt ein Reifen. You got a call about an abandoned vehicle? Yes, sir. The car has flags. Might be some kind of diplomatic vehicle. Has anyone touched this vehicle since you arrived? No. And that Jacobs bird over there was on station before I got here. We'll talk with him in a moment. Give us some time to look the place over. Sure, take your time. He's a sore-headed old son of a bitch anyway. Okay, schauen wir mal. Also. Kein Nummernschild. We'll have to use the registration to trace the owner. Hier fehlt ein Reifen. Stealing the wheels is for amateurs. Car ring would have stripped it in a warehouse. Das ist wahr. Die dienen anscheinend nur der Checkliste. Das Firmenauto bekommst du so gesehen vorgesetzt. Ah, okay. Das ist eine argentinische Flagge, oder? Kann ich mir die angucken? Eine fehlt. I must have taken the flag as a souvenir. Can't have any street value. Kalifornische Fahrzeugregistrierungsbehörde Zertifikat. Das hier beschriebene motorisierte Fahrzeug ist hiermit registriert für den Gebrauch und Einsatz laut den Vorgaben der Straßenverkehrsordnung. Gültig bis 31. März 1948. Packard Clipper, Registrierungsnummer und Kennzeichen. Argentinisches Generalkonsulat mit Adresse. Okay. It's owned by the Argentinian Embassy. Verstehe. Haben wir noch was im Kofferraum? Empty. Naja, da liegt ein Werkzeugkasten. Na, also empty ist relativ. Was haben wir hier noch? I don't think so. Müll. Don't think this is anything. Und ein Baseball. Ah, was haben wir hier noch, was auffällig sein könnte? Guck mal, da hinten steht auch noch jemand rum. No good to me. Alle trinken sie hier das gleiche Bier. Circumstantial. Techie Wombat, danke dir für den Host. Vielen, vielen Dank. Na, wir fragen sie mal. Show's over. Keep moving, all of you. Okay, die können wir noch wegschicken. Ups. Gegengelaufen. Ich wollte es eigentlich untersuchen. Was mit ihr hier? Haben Sie was beobachtet, meine Dame? I don't know why you're doing that, buddy, but I wish you'd stop. Anscheinend nicht. I swear, this town is going straight to hell. Sieht nicht aus, als wäre hier sonst noch irgendwas, ne? Oder doch, da liegt noch was. Schraubenschlüssel. Eigentum von Dewey Brass. Combination wrench. Must have used it to remove the wheel lugs. Ist das voll der Stalker? Was? Warum das denn? Und Techie, schlaf schön. Gute Nacht dir. Das nichts. Danke fürs Follow. Mach's dir gemütlich. Alert! Oswald Jacobs? Mach ich gleich.
That's right. What exactly happened here, Mr. Jacobs? Last night, I was looking out of my window. I like to keep an eye on what's going on. I can understand that. You see this empty lot? Damn kids play stickball here. Always breaking my windows. Always asking for their ball back. Can we get back to the car, Mr. Jacobs? Don't be impatient, Sonny. Anyways, last night I see this brand spanking new Packard up on bricks. Okay. Nido, danke fürs Follow, machst dir auch gemütlich. Nach dem Gespräch mache ich die Alerts wieder stumm. So, Zeuge mit Meldung vom Tatort. Wir fragen erstmal nach seinem Bericht. Did you see who stole the Packard? Hell yes, I did. I saw three goddamn Mexicans going to work on it. Hm. 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 Can you tell us what they were doing? Using the headlights of an old Ford so they could strip the thing. I yelled out to them, I'll call the cops. So they loaded up their car and drove off, tooting and hollering and yelling obscenities at me in Mexican. You speak Spanish, sir? No, I do not. Okay, der ist tatsächlich nicht so gerade der Sonnenschein, ne? After the Mexicans left, you didn't go anywhere near the car? After I scared them off? No, I didn't go anywhere near that car. Can you describe the men? Like I said, they were beaners. Wow. Tell me about the car they were driving. It was an old Ford. I didn't catch the license number. Das glaube ich ihm sogar, sonst wird er uns die wahrscheinlich auf dem Silbertablett präsentieren. You look like the kind of guy who notices details. You're right there. The car was old, but it looked brand new. Candy apple red paint job stands out a mile. Uh-huh. What exactly did you see them take? They was working on the tires. That's all that was took. Wie kann er das wissen, wenn er nicht ans Auto rangegangen ist? Right. So what did you take, Jacobs? Do you want my partner to pat you down? I found a notebook in the glove compartment. I was gonna show you. It's on the chair on my porch. Mhm. So viel zum Thema, er ist nicht rangegangen. Thank you for your help, Mr. Jacobs. You can speak to Officer Thibault about signing a formal statement. When you get the car out of the way, maybe you could come back and do something about those kids. Ja, how about genau. We bring you an umpire's mask? Geile Antwort. Ich bringe Ihnen eine Schiedsrichtermaske vorbei. Gott, was für ein Grießkram. Als ob wir was gegen die Kinder, die hier Baseball spielen, tun würden. Meine Güte. Wenn ich alt bin, möchte ich auch so sein. Immer hinterm Fenster sitzen, gucken, was die Nachbarn machen und sich über die Kinder aufregen. Puh, schwierig. So, warte. Was nimmst du eigentlich immer als Auswahl? Inwiefern, was meinst du? Ob ich Wahrheit oder Lüge oder so nehme? Das, was ich auswähle, bleibt normalerweise ein, zwei Sekündchen länger da oben stehen. Oder steht das da, wo ihr es nicht seht? Shit. Steht das da, wo ihr es nicht seht? Wir sehen es nicht. Oh Gott. Da oben ist hinter der Cap. Okay, warte. Okay, warte. Sorry. So, dann solltet ihr es jetzt sehen. Verzeihung. Ich glaube, oben rechts war sonst nichts, ne? Na, nein, ich will das Notizbuch. Gib mir das. So, 1947, Terminplaner. Juan Francisco Valdez. Aha.
Okay, so we have the owner of the vehicle, a degenerate. I'll run John Madsen by R&I. Süße Stimme, gutmütig, höflicher Kerl, volle Lippen, Baseball-Fan, muss man umschmeicheln, mag Bonbons mit Kirschgeschmack, was ist denn das, engelsgleiche Züge, olivfarbene Haut, blonde Locken, gebräunt mit blauen Augen, groß und schlank, breite Brust, zierlich. Aha. Contact details on a William Dewey. This looks like business rather than pleasure. Was sind das für komische Bemerkungen an den Namen? I think we've wrung this place dry. Let's find a game well. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? Could you run the name Dewey Brothers? Possibly a dealership or car mechanics workshop? One moment. Dewey Brothers Packard Dealership, 629 Figueroa Street. Got it. Can you put me through to Michigan 2458, please? Connecting you now. Hello, can I help you? LAPD, ma'am. Can I speak to John Madsen, please? He's at school, officer. What's this about? Is he in trouble? How old is your boy, ma'am? Just turned 16. Wrong person, Mrs. Madsen. Sorry to disturb you. Any messages? There's just one message for you, Detective. A four-door Packard, diplomatic license number Paul Robert 706, was reported missing this morning by Juan Francisco Valdez. Mm-hmm. Could you have him brought in? He's already here at Central, Detective. He's demanding an audience, as he calls it. Thanks. Can you get a message to Captain Leary? Tell him we'll be in as soon as we can. Thanks for your help. Eine Audienz. Can you cordon off this lot until we have the vehicle impounded? Yes, sir, Detective. We'll follow up on the owner. Get a statement from Jacobs, and I'll read your report back at the station. We can visit the Packard dealership or head back to Central and interview this Valdez character. Your call. Entweder oder. Ich dachte eigentlich, dass wir es nacheinander beides machen können, aber anscheinend können wir nur eine Sache machen. Ist die große Frage, sollen wir hier zum Autohaus fahren oder den Valdez verhören? Warum ist denn Jacobs Hinterhofuntersuchung noch nicht durch? Haben wir was übersehen? Das ist noch nicht abgehakt. It's a stolen car, not the Lindbergh baby. What more do you need to know? Erstmal Autohaus. Autohaus. Hätte ich jetzt auch gesagt. Ich hoffe nur, dass wir den Valdez danach trotzdem noch verhören können und der danach nicht wie so ein schmollendes Baby abhaut. This has got to be the 50th abandoned vehicle call we have got this year. One more and I'm gonna go crazy. Not your favorite cases? You kidding me? This is barely even police. Ey, hallo, wenn ein Polizeiwagen mit Sirene kommt, ne? Nicht in den Weg fahren. Shots fired off speed, help. Chateau and Valencia.
Tactile and Valencia. Shots fired off street south. Unit to handle code 3 identified. Is made necessary because no public carrier will accept it for transportation to a purchaser. One after another, with varying effects, the containers go up with spectacular results as water and sodium meet. Whoa. Pass. ATR is a member of the American Century Broadcasting Network. So, wir wollen die ja nicht vorwarnen, deswegen machen wir jetzt mal die Sirene aus. Das hat bestimmt viel geholfen. Junge, die fahren halt echt, wie sie wollen hier, ne? Fühlt man sich wie auf deutsche Straßen. So, und alle schön auf ein kiffrotes Auto achten. Don't tell me, let me guess. You were making your way past the lot, caught sight of the new model four-door, and couldn't help yourself. You could see yourself in that car and just had to take a closer look. Well, I can't say as I blame you. LAPD, Mac. We'd like to speak with the owner. That's me, William Dewey, proprietor, at your service. We're investigating the theft of a Packard belonging to the Argentine embassy. Are you missing a combination wrench? I don't know, Detective, but I know how we can find out. Follow me. Oh, finde ich den unsympathisch. Oh, finde ich den unsympathisch. Typischer Verkäufer, das stimmt. Wie aus dem Bilderbuch. We keep all our tools in here. Mind if we look around? Be my guest. You sure you guys aren't interested in a new car, huh? Maybe a used car. I have some nice used cars for guys in your wage bracket. Why don't you give us some alone time, Dewey? Go sell some cars or whatever it is that you do here. Das müsste... Nee, das ist der ganz Kleine hier unten. That's not right. So. Natürlich fehlte einer, das hat man ja direkt gesehen. Drei Viertel in Rot fehlt. One left. Gabriel Delgado is missing a three-quarter. Gabriel Delgado. What do you think? We'll need a full statement from Dewey to put in our report. Können wir nicht mit den anderen Mechanikern reden? Anscheinend nicht, ne? Was sind das für Kennzeichen hier oben? Können wir nicht angucken. Wo ist denn jetzt hier unser Lieblingshändler hin? Da. If you don't mind, we have a few questions. Fragen wir erstmal nach Delgado. Where can we find Delgado? I don't know. Sure as hell isn't here. Klug, scheiße. Der sieht halt überhaupt nicht ehrlich aus. Address, Dewey. Or my partner shoves her head in a car door. Okay, all right. Apartment 3103 Hill Street. And tell him from me. If he ever shows his face around here again, I'm gonna kick his butt from here to Kingdom Come. Weil? Oh, der sieht aber richtig pissed aus. If you boys are gonna stand around all day, maybe you could black some tires. Ihr seid ja sich in der Zeit damals wohl nicht sehr wohl gefühlt. Warum? Wie kommst du darauf? Packards are great cars. But this doesn't look like the kind of place favored by foreign embassies. How do you know Valdez? I don't know Valdez. The embassy bought the car. All I know is he must know a quality car when he sees one. Das klingt ehrlich. So Valdez was just driving by and he saw the car. Yeah, something like that. Happens all the time. Oder? Ah, ich weiß nicht.
A wrench from this dealership was used to strip the wheels from a Packard last night, Mr. Dewey. A couple of Hispanics were seen taking parts. We've had a spate of thefts ourselves. Comes with the location. Thieving bastards will steal anything the minute your back is turned. What are you hiding, Dewey? Spill it. You don't want the LAPD getting too interested in this place. So I hire a few illegals. It's cheaper than hiring returning GIs. They have less attitude. Downside is, they're a little light-fingered. Thank you for your help, Mr. Dewey. No problem. God damn that kid. I'm just an honest car salesman. Yeah, mit Seems Sicherheit. Like you just don't know who you can trust these days. Das mit Valdez war auch Go gelogen. Go in the movies, Dewey. You're missing your calling. Time to visit Gabriel Delgado. Der lügt halt, wenn er den Mund aufmacht, ne? Krass. Der lügt, wenn er den Mund aufmacht. So, tja. Valdez muss noch mal warten. Wir düsen noch mal eben dahin. Und hoffen einfach, der wartet so lange. You read this story in the Examiner about the Navy developing three-dimensional movies? What's a dimension? You know, like a graph. Vertical axis is Y and horizontal is X. Well, that's clear as mud. Third dimension would be Z. So things would be popping out of the screen. That's ridiculous. Scare people out of the theater. God's name of one. Oh, das passt nicht. So viel zum Thema, das Auto bleibt heile bei dem Einsatz. Kacke. Darum. Und wieder Abzüge in der B-Note. Ja, vielleicht. Möglicherweise, ja. Warte mal. Müssen wir noch durch den Tunnel durch? Ich weiß nicht, wir fahren mal durch den Tunnel. War vielleicht ein Hauch zu weit jetzt. Leute, wechselt die Spur doch mal ein bisschen schneller, wenn... Oh, die Polizei kommt. Okay, jetzt ist das Auto eh im Arsch. Jetzt macht es auch keinen Unterschied mehr. Drive safely. Ja. Das ist ein hübsches Auto. Können wir uns den angucken? Das ist ein hübsches Auto. Fahrzeug freigeschaltet. Kannst du bestimmt noch konfiszieren? Ja. Der kann halt aber leider nur hupen. Mit dem müssen wir aufpassen. Wisst ihr, was der Trick ist? Wisst ihr, was der Trick ist? Beim nächsten Mal lassen wir unser Einsatzfahrzeug einfach stehen, nehmen uns ein hübsches anderes Auto, fahren mit dem. Und das ist auch egal, wenn was passiert, weil unser Dienstwagen bleibt heil. Ja, hier. Gewusst wie. Oh. Hat auf die Minimap geguckt. Oder genau das musst du erstatten, Isa. Nein, nein. Ach, Quatsch. So, warte mal. Wo ist denn das jetzt? Schiete, das ist bestimmt da oben, ne? Dann, guck mal, wir parken mal hier ganz ordentlich. Und gehen ein Stückchen zu Fuß. That's the guy. I heard he's an honest cop. Oxymoron for you. Okay, let's see what Gabriel has to say for himself. I just hope our archangel Ach, guck mal, wir behalten das Auto hier sogar. Wie cool. Okay, das ist nice.
What the hell is this guy doing? Na, wonach sieht's aus? Ich gehe in das Haus rein. So, warte, wie war das? Nein, nicht Zentralrevier, nein. Apartment 3. Wenn das Spiel schlau ist, rechnet es nicht deinen Schaden aus, sondern den, den du anrichtest. Ja, das können wir ja dann ausprobieren. Aber streng genommen ist es nicht der Dienstwagen, den wir dann kaputt fahren. Na, guck mal, da ist es schon. Yes. LAPD, ma'am. We're looking for Gabriel Delgado. Gabriel? We're from the police. Policia, you understand? Yes, I understand. Could you come inside? What is your name? Ana Rodriguez. Is Gabriel Delgado here, Ms. Rodriguez? No. What do you want with Gabriel? Is he in trouble? Stay where you are, Ms. Rodriguez. We need to take a look around. But he is not here. I have told you. Check out the surrounds. I'll stay with the broad. Ach, so how guck far mal. Along are you, Anna? Das ist, glaube ich, kein Zufall. Wobei, das sieht nicht abgebrochen aus. Right. So how's it gonna be when you go into labor and he's not around? Das ist halt unten nicht abgebrochen. Das andere war unten abgebrochen, oder? Gabriel. He will be a good father. Already he works hard to provide for us. Don't think this is any Unless use you to help us. Us here, Anna, your little one won't be seeing Papa for a very long time. So, mit ihr unterhalten machen wir gleich. Nee, da geht's wieder raus. Difficult to tell whether it's the suspect vehicle from the scene. Certainly Gabriel's pride and joy. Was ist hier? Hier können wir nicht rein. Da können wir auch nicht rein. Einmal Schlafzimmer checken. Not sure this means much. Eine Madonna. Optimistic, Cole. Die anderen Sachen, hier können wir nicht angucken, okay. Unser Kollege hat auch Feingefühl mit Löffeln gefressen. Ja, absolut. Ich halte es für sehr vernünftig, dass wir die Verhöre durchführen. Wir sind zwar auch nicht immer so richtig gentlemanlike, aber nicht so schlimm wie er. Incidental. Da geht's auch nicht rein. Am Arsch ist der nicht da. Serving breakfast for two, Anna? You should have cleared up. Lorek, guten Abend. Vielen, vielen Dank für den Host. Guten Abend zusammen. Danke dir. Was habt ihr getrieben? Also die haben auf jeden Fall heute Morgen noch zusammen gefrühstückt. So viel ist klar. Wer ist er da unten? Wir reden mal mit ihr. You're in serious trouble, Miss Rodriguez. But Gabriel is not here. I have done nothing wrong. Tell us the truth, Anna. Has Gabriel been here? I haven't seen him for at least 3 nights. Mm-hmm. You keep lying to me, and I'll send you and your baby to jail. Okay, this is hard. He lives here, but he hasn't come home. I swear it.
Enough, Anna. There are signs all over this place that he's been back. He was here last night. I have never seen him so angry. He went out to his shed and put some things in it. I don't know what, and I don't want to know. I love him. Why did he steal the car, Anna? The customer insulted him. He has his honor, no? Wegen einer Beleidigung? Gabriel's been in trouble before. He left you here alone to answer for him, and you expect me to believe that his motive was honor? Please don't yell at me. I've done nothing wrong. Maybe check out back, too. This punk has something stashed somewhere, I know it. Hinten? Wo denn hinten? Hamanau, schlaf schön. Und Janada, guten Abend. Isa zieht schon langsam die Waffe. Nein, die Dame kann ja tatsächlich nichts dafür, aber sie versteckt ihn halt, obwohl er halt irgendwie echt Dreck am Stecken hat, ne? Gehen wir mal hier unten gucken. Ah, vielleicht im Schuppen. Ach, schau mal da. Nigelnagelneu. Neue Packardräder. Was haben wir denn hier noch? Eine Feile? Nothing significant. Doesn't give me anything to go on. Mehr können wir hier anscheinend nicht machen. Okay. Und mal weiter. Oh, Nummernschilder. Tada! Diplomatic license plates. Definitiv er also. Was haben wir hier noch? Jede Menge andere. Seems irrelevant. Sieht irrelevant aus. Ist ja nicht so, als hätte er anscheinend 20 andere Autos geklaut. Aber hey! Das. Junk. Okay, Müll. Das ist ein Brecheisen, ne? Nee, ich wollte eigentlich die Jacke noch untersuchen, geht aber nicht. Ja, ne? Da sprechen wir die Gute dann auch nochmal drauf an. Das sind die anderen Apartments, da können wir wahrscheinlich nicht rein, ne? Nee, macht auch keinen Sinn. Ist der Dude noch da hinten? Wer ist der? Der steht da halt so rum, weißt du? Der steht da halt so auffällig rum. Wer bist du? Einfach ein Dude, der hier random im Hinterhof rumsteht. 2 Stunden lang. Okay, alles klar. Dann halt nicht. Die Klatschbase des Viertels. Vielleicht auch das. Polizei ist da direkt. Mal gucken, was da los ist bei den Nachbarn. We found a license plate matching our stolen vehicle in the shed. Add in the assortment of parts, and we can make Gabriel for a dozen other thefts. It's time to get serious, Anna. You must ask these questions of Gabriel. I know nothing of these car parts. Wow, wie sie guckt. Bitch, please. Aber du kannst mir nicht erzählen, dass sie nichts davon weiß. Then tell us where he is. If your baby is born in prison, Anna, the corrections officers will take it from you. You will see your son or daughter through a metal grate for half an hour a week. The start line is on First and Santa Fe.
There is a spillway under the bridge that leads to the river. Many policia have wrecked trying to follow him. We will put in a good word for you, Anna. As far as we're concerned, this sits with Gabriel. Starlight? That sounds like a street race to me. It's gotten out of hand this last year. No wonder Delgado has such an eye for fine automobiles. Brownie, we know where the kid is. Let's go stop these clowns and get them off the streets. Vielen, vielen Dank für den Host. Guten Abend zusammen. Dankeschön. Und Stammzellenforscherin, guten Abend. Isa liest dich wie ein Buch. Na gut, der Blick von der Dame war jetzt gerade auch nicht ganz so schwer zu interpretieren, ne? Alles klar, Brownie, dann schlaf schön und dankeschön. Vielen, vielen Dank. Hallo, Frau Danger. Ja, ich glaube, Valdez muss noch ein paar Minütchen länger warten, ne? That's that cop. Seems like a decent guy. You're a modest little person with much to be modest about. Man wird schon mal echt schief angequatscht hier, ne? Egal, wir gehen zurück zu unserem fancy neuen Auto. Illegales Straßenrennen, Zentralrennen, ja. Ja, Valdez muss Geduld haben. I'm sorry, aber dafür bringen wir ihm quasi alle Infos dann direkt wieder zu seinem Auto. Vorsicht, nicht noch ein Auto zu Schrott fahren. So. What kind of man leaves his pregnant girlfriend at home while he goes off to play cars? Pregnant girlfriends aren't always a barrel of laughs. Gerade mal gucken, wo wir hin müssen. Wir sind da. Das ist tatsächlich relativ um die... Nee, das ist Jacobs Hinterhof. Warte mal. Das da hinten. Oh, das ist ein Eckchen. Das ist ein Eckchen. Everyone needs to let off a little steam. Oh, da geht die Straße gar nicht lang. Are you talking from experience? Quick as we shut one of these races down, another one springs up somewhere else. Kids used to steal cars to sell them. Oops. Now they just want to wrap them around a rack. Auto ist noch ganz alles easy. The next 16-year-old I have to peel off the sidewalk, you're calling the mother. I've had enough of those to last me a lifetime. Ah, jetzt haben wir halt leider keine Sirene. Das macht so ein bisschen kniffliger. Achtung, das gibt sonst einen Unfall. Okay. So, jetzt müssen wir mal gerade gucken. Ich glaube, da können wir noch lang fahren. Ist aber auch ein Verkehr, meine Güte, ist gerade Feierabend oder was? Oh, Leute, ehrlich. Es ist grün. Grüner wird's nicht. Oh, warte. Er sagte unter der... sie sagte unter der Brücke, ne? Können wir hier rumfahren? Nee, da geht's mit dem Auto nicht durch. Es ist irgendwo hier in einem Hinterhof oder so. Ah. There's the red Ford. That's Delgado right there. Huch, wie wir plötzlich unser Auto gewechselt haben. Oh, wow. Was? Phelps, 1247. Wir müssen das rote Auto. Wir brauchen das rote Auto.
Reports of an illegal street. Braucht das rote Auto. Piss dich. Au. Ey, lol. Was für... Sack. Okay, das Auto kommt nicht heile wieder an. Ey. Sag mal. So, ciao, der ist schon mal aus dem Weg. Ey. Shit. Da kann mich jetzt aber der Captain nicht für verantwortlich machen. Ich bin da einfach so reingerutscht. Ups. Enough games, Phelps. Take this guy out. Mist. Upsi, verfehlt. Komm schon, wir müssen noch schneller sein als dir. Komm schon. Nein. Kacke. Lay into his wheel arches. Come on. Ja, ich versuch's, aber wir sind langsamer. God damn it, Cole, hold it steady. Komm. Oh, wir qualmen schon. Oh. Er ist kein Stuntman. Wir haben es überlebt. Ey, du haust jetzt nicht auch noch ab. Du. Wo ist er hin? Gabriel Delgado, you're Gott. Under arrest for Grand Theft Auto. Fuck you, puto. You should speak to the maricón. Valdez, I showed him. Now who's a man? I should burn his fucking car. You got a foreign dignitary outed as a fruit and a kitty raper, a car dealer we're gonna let slide for the kickbacks, and a street punk car thief who sure as hell won't be taking liberties with other people's autos again anytime soon. That Detective Phelps is not a bad haul. You keep your chin low and your hands high, and you keep bringing me clearances just like that one. That's textbook policing, and we need more of it in this department. Polizeiarbeit nach Maß. Guck mal, dem Captain ist das scheißegal, dass wir das Auto zu Schrott gefahren haben. Und Unit, danke dir fürs Follow, mach's dir gemütlich. Ah, wir haben... Okay. Ja, ist ja gut. Trotzdem ausgezeichnet. Hey, es ist egal, wenn wir Autos kaputt fahren in dem Spiel. Das gefällt mir. So, wir haben einen Hinweis übersehen und drei Fragen falsch beantwortet. Haben aber den Dude erwischt und ausgezeichnet abgeschlossen, mal wieder mit Lob vom Captain. $809. Wie gesagt, bezahlt das Polizeirevier, muss uns nicht interessieren. Mach das, guten Abend. Unser Hexer, schlaf schön. Und sag schon, es waren nur die Fässer und Kisten, die wir gerade kaputt gefahren haben. Und vielleicht das eine Zivilfahrzeug, das wir gerammt haben. Möglicherweise. Hat wohl nicht ganz so geklappt mit dem Fahrzeugschaden. Ja, das Problem ist halt auch, dass wir einfach wieder in unser normales Fahrzeug zurückgesetzt wurden. Hätten wir das Zivilfahrzeug, das rote, behalten, hätten wir vielleicht gar keinen Schaden zahlen müssen. Oder doch, ich weiß nicht. Aber wer kann das denn auch ahnen, dass wir plötzlich in ein illegales Straßenrennen geraten? Ich meine, da ist es ja quasi vorprogrammiert, dass das Auto kaputt geht. Eins, es waren drei. Waren es drei? Ich weiß nicht. Also, ach, ich finde, es ist durchaus vertretbarem Maße war das. You have any plans for weekend Liberty, Jack? My sisters have been working in Los Angeles in a bomber factory. They're coming down to visit. I'm meeting them at the station at 6. Good for you, Jack. Are they cute? They're my sisters, Hank. Attention! Final inspection before Liberty.
job, Kelso. Are we going somewhere, gentlemen? Full inspection! It had better be exceptional if any of you want liberty this weekend. Kelso, this carbine. The bore is dirty. No, it isn't. Are you arguing with me, Kelso? Do what you need to do, Sergeant. You know the bore is immaculate. Weekend liberty canceled. Two-day field drill. Clean this rifle. No. Do you know the penalty for insubordination, Kelso? Jack, don't do it. Forget him, Hank. He doesn't have what it takes. Are you two finished? Are you going to clean this rifle? No, Sergeant. Cole is right. I'm going to stop playing games and join a rifle company and fight the real enemy. Oha. Eine himmlische Ehe. Und Katzenfeldchen, guten Abend. Oh. All right, gentlemen, I just got this handed to me. A hit-and-run felony at Ray's Cafe, 208 North Los Angeles. Got a patrolman on site. The coroner's on his way. Get down there, see if you can find any witnesses who can put a make on the car. Straight through the red light. Said she never saw it. Das war mal Fahrerflucht vom Allerfeinsten. Roadkill. Hat der Schaden eigentlich irgendeine Auswirkung oder ist das bloß so zum schönen Aussehen? Ich weiß es tatsächlich nicht. Also es wird halt immer so eine Geldstrafe angezeigt, aber wir haben ja selber auch gar kein Geld, deswegen... Das zahlt halt alles das Revier. Ich weiß nicht, was das für einen Unterschied macht. Und wir haben trotzdem bei beiden Fällen bisher einen ausgezeichnet bekommen. Und nein, ich habe niemanden angefahren. Es war nur auch ein rotes Auto. Wir haben jetzt hier unseren schwarzen Schlitten wieder. Aber eins würde ich jetzt gerne ausprobieren. Theoretisch, ne? Ich muss hier mal durch. Wenn ich jetzt hier drüben in diese verschiedenen Fahrzeuge einsteige, schalte ich die dann alle frei? Warte mal. Probieren das mal. Fahrzeug freigeschaltet. Chevrolet Pickup, ja. Tatsache. Sind aber alles die gleichen Modelle, die hier gerade stehen, ne? Ja, dann nehme ich aber lieber unser Auto. Das hat wenigstens eine Sirene. Können wir auch in den normalen Streifenwagen einsteigen? Können wir auch. Wie ist deine Meinung zum Spiel, wo du nun weiter bist? Mir gefällt es tatsächlich sehr gut. Also die Fälle, die jetzt, die letzten beiden, die jetzt was länger waren, wo man so ein bisschen mehr überlegen und befragen musste und so, das ist tatsächlich ganz cool gemacht. Das ist schon ganz geil. So, kurzer Blick auf die Karte. Ist nicht hier weit weg. Müssen wir einmal ums Eck. Looks like the DA is gonna press charges. And Rodriguez might do time. I'll speak to the DA. She suffered enough. I don't know, Cole. She's an easy make, and the DA likes convictions. I'll convince him to let it go. How do you do that? I'll give him something better. So, das scheint. Wir müssen auf die Parallelstraße rüber. Verzeihung. Ah, guck mal, Polizei hat hier auch schon abgesperrt. Boah, Alter, guck sich einer die Blutspuren an. Das ist ja ekelig.
Detectives, over here. Huh. Cole Phelps, traffic. What have we got? Think as a white male named Lester Patterson walked out of the bar and into the street. Car hit over there and he ended up here. Dead on impact by the look of it. Have you canvassed the area? The only one with anything useful to contribute is the young lady over there. She lives above the bar, name is Shannon Perry. No, it's not a stage name. 24 years old, she left Kansas to follow the yellow brick road. Is that so? We'll take a formal statement later. Right now, we're going to take a look around. Katzenfällchen, willkommen zurück im dritten Monat. Floscho, danke schön. Vielen, vielen Dank dir fürs Vergiften. Danke schön. Schauen wir uns. You should take a look at the body. Ja, das ist der Plan. Landed on his face and ended up here. Almost struck him from behind. Aua. Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass wir Ihren Antrag 14F erhalten haben und die vorläufige Prüfung ergeben hat, dass wir die Prämie für Lebensversicherungspolice von wöchentlich $3.70 auf wöchentlich $5.90 erhöhen können. Tritt ab 1. Januar in Kraft, während unser Standardpolice zur Veteranenversorgung Gesamtauszahlungsbetrag von $10.000 im Todesfall oder bei dauerhafter Ihren Anspruchsberechtigten eine Auszahlungssumme von $16.000. Was zur Hölle? Warte. Where our standard veteran care policy entitled you to a lump sum payout of $10,000 in the event of your untimely death or permanent was auch immer. This new plan secures your also es hat sich erhöht auf 16.000. Kalifornische Feuer- und Lebensversicherung dankt Ihnen, wünscht Ihnen Gesundheit und Sicherheit für die Zukunft. Mit freundlichen Grüßen. Patterson has life insurance. Lebensversicherung. Das lässt schon mal die Angehörigen nicht. Ja, mal gucken. Abwarten. So, Führerschein mit Adresse mit Sicherheit, genau. Braune Augen, verheiratet. Okay, also wäre seine Frau quasi Erbe von der Lebensversicherung. Oder würde von der Lebensversicherung profitieren, so muss man sagen. Amazing, guten Abend. Vielen, vielen Dank dir für dein Haus. Dankeschön. Was gab es bei euch Schönes? Oder Leckeres? Und Cookie Monster, guten Abend. Und hallo Mango Meteo. So, Geld ist drin gelassen worden. What have you got on the victim? From all reports, he was intoxicated at the time of the accident. I'll know how intoxicated once I've done the autopsy. Looking him over now, I'd say he died on impact. What about the chest wound? Isn't that inconsistent? Very common in auto injuries. Look for a car with a prominent hood ornament. Those things are killers. Oha, beim Aufprall quasi die Kühlerfigur in die Brust bekommen. Na lecker. Zorro-Sacher, guten Abend. Und dir auch danke fürs Follow. Dankeschön. So, können wir uns hier noch ein bisschen was anschauen? Hat halt einen Hut, ne? Ist jetzt nicht sonderlich auffällig. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Es wurde... Ah doch, hier sind noch Sachen. Ja, die kleine Blutspur wurde als Beweis markiert.
winzig kleine Blutspur. Body traveled a good 20 feet. This blood is a long way from the body. Mm-hmm. Car must have been going like a bat out of hell. Mm-hmm. Hmm. Was haben wir hier? Sind noch Reifenspuren. So the driver managed to brake before the impact. Er hat gebremst, hatte aber trotz Bremsung noch einen Affenzahn drauf und dadurch ist er dann halt gestorben. Also der muss sehr, sehr schnell unterwegs gewesen sein. Hm. Und amazing, danke dir für 8 Monate. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Und die lieben Worte. Vielen, vielen Dank dir. Hm, wir hatten selbstgemachte Spaghetti mit Bananen-Knoblauch-Sahne-Rahmen und Basilikum-Avocado-Creme mit Chili-Dressing, Hähnchenkeule in Senf-Honig-Kruste. Oh mein Gott. Ich fange gleich an zu sabbern. Und gebratene Bananen mit Honig, Mandeln und Sahne als Dessert. Das klingt sehr gut. Wir beschäftigen uns mit nicht ganz so appetitlichen Sachen, wie man hier gerade, glaube ich, sieht. Wie fragst du, was fragst du überhaupt, dieser? Ja, ich weiß. Ich weiß, es gibt halt immer so tolle Sachen, ne? Ich weiß. Miss Perry? Yes? I'm Detective Phelps. This is my partner, Detective Bukowski. Okay, Augenzeugenbericht und Beschreibung des verdächtigen Fahrzeugs. Wir fragen erstmal nach dem Augenzeugenbericht. Can you tell us what happened? Well, I came to the window because I heard people arguing downstairs. Mhm. Sie hat keinen Grund zu lügen. Sie wohnt halt einfach nur in der Nähe des Tatorts, würde ich jetzt erstmal so aus dem Bauchgefühl her sagen. Then what happened? I saw a car hit that poor man and knock him down the street. Ja, ich glaube, sie ist sehr unbeteiligt. Aren't you at least gonna try to catch the man that did this? Wir fragen mal nach dem Streit. Hm. Flumse, schlaf schön, gute Nacht. Jetzt habe ich Hunger. Ja, das ist dann immer so ein Problem. Ne? Wir fragen erstmal nach dem Streit. Tell me more about the argument you heard. Well, there were 2 voices. Man and a woman. That's all. Woher weiß sie aber, dass es ein Streit war? Sie muss eigentlich ein bisschen was davon mitbekommen haben. Why are you holding out on us, Miss Perry? I'm sorry. I was hoping to tell my story to the newspapers. Och, komm schon. I'd like to get my picture in the paper. Oh. Trying to find work as an actress and oh. Pretty difficult. Sie will Schauspielerin up, werden. Sister. We don't have all night. People arguing? They were husband and wife. I could tell by what she was yelling. Intimate things. Very embarrassing for the man. Mhm. Frau des Opfers. Okay, interessant. Amazing, alles klar. Dann schlaf wundervoll und vielen, vielen Dank nochmal. Dankeschön. Erschießen ist nicht die ultimative Lösung für alles. Wir fragen mal nach dem Fahrzeug noch. What kind of car was it? A dark red Lincoln Continental. Das ist präzise. Das ist präzise. Did you see the license plate? Only the first 3 letters, I'm afraid. 3C8. Mhm. Thank you, Miss Perry. Oh, 3 von 3 richtig. Been very helpful. You can go now. You really think so? I hope you find that driver and put him away. You certainly got away with the dames, Phelps. Hello. Give it a rest, Bukowski. Let's see what the patrons have to say. I'll take the bartender. You work the rest of the room. Mit Frauen können wir anscheinend gut. So. Ja, wir reden erstmal mit ihm hier. I'm Detective Phelps of the LAPD. How can I help, Detective? Your name would be a good start. Dudley Lynch. Hired help. I run the place when the owner ain't around. Where is the owner?
He stepped out. Somebody had to take Lorna, Mrs. Patterson, home. Miss Patterson? Wer ist Miss Patterson? War das die Dame, mit der wir gerade gesprochen haben? Hieß die Patterson? Wir fragen erstmal nach dem Streit. A witness overheard an argument. Lester and Lorna. There's nothing like airing your dirty laundry in public, is there? Ah, okay. Warum sollte er es? Ja, ich denke, er sagt die Wahrheit. What was it about? Who knows? The slightest thing could set those two off. Okay. What can you tell me about the accident? Not a lot. It was busy in here, and all I heard was the impact. Das sieht von der Mimik her aber nicht ganz aufrichtig aus. So what was he doing outside? It's against licensing regulations to drink on the sidewalk. Lester and Lorna were having a fight. The owner made him take it outside. It was pretty ugly. Okay. Do you know the victim? Yeah. Lester Patterson. He's a regular here, or he was. Was? Okay, jetzt ist seine Mimik aber sehr straight up, also ich glaube, das ist richtig. Not one of your favorite customers. Lester was special, but not my kind of special. Was Lester drinking alone? No. He came here with his wife. She didn't seem too interested in the booze, though. Thanks for your help, Lynch. I'm gonna need you to sign a statement with the patrol. Verdammt. Sure, no problem. You get anything out of the regulars? They weren't giving too much away. They liked watching Lester and Lorna go a few rounds every other day. And Lester was a fan of the love tap. Irgendwas haben wir leider falsch beantwortet. Irgendwas haben wir falsch eingeschätzt. Vielleicht war das doch, hätte ich nicht anzweifeln, sondern auf Lüge tippen sollen. Weil man ja gesehen hat, dass er irgendwas verbirgt. Wrinkled was not one of the things I wanted to be when I grew up. Okay, Moment. Aufgaben. Race Café untersuchen, verdächtiges Fahrzeug durchgeben. Okay, wir gucken uns nochmal gerade im Café ein bisschen um. Vielleicht finden wir da noch was. Ob wir den Fall ohne Fehler schaffen? Ja, ist jetzt leider schon zu spät. Wir haben ja eine Frage nicht richtig beantwortet. Gucken wir uns mal hier hinten um. Ja, Telefon benutzen wir später. So this is why everybody comes to raise. Illegales Glücksspiel. Wieso haben die sich wohl gestritten? Hat der etwa alles verzockt? Mal warten, ob man hier noch irgendwas findet. Von wegen kühler Figur. A knife covered in blood. Could be a steak knife. This is a hit and run case, Phelps. Anyone could have thrown away a kitchen knife. In any case, we'll want tech services to scrub the alleyway before they bag the knife. Mhm. Können wir der Spurensicherung kurz Bescheid sagen?
Careful where you're stepping, Phelps. I don't come down to the station house and tap dance on your desk. Ja, Entschuldigung. Sorry, Phelps. Do you mind if I get on with this? Ja, du musst dir aber noch die Gasse angucken. Hallo. Hallo. You could use the phone in the back of the bar. Call in what we have on the suspect vehicle. Ach so, da ist schon einer. Ach, sehr schön. Muss ich euch gar nicht Bescheid sagen. Das ist ja gut. Das war eigentlich nicht extra. Warum können wir an der Stelle hochklettern? Können wir das immer überall an jeder Regenrinne? Oder guck jetzt gerade einfach mal, was hier oben so los ist. Boom, schlaf schön. Erstmal Müll wühlen. Naja, das ist doch der Klassiker, oder? Sachen in so einer Bar hinten, dahinter im Müllcontainer wegschmeißen und so. Regenrinnen dienen ausschließlich dem Zweck des Hochkletterns, ist doch allgemein bekannt. Muss man wissen. Ja, Verzeihung. Verzeihung. So, das heißt aber, wir können wahrscheinlich den Barkeeper nochmal auf das illegale Glücksspiel ansprechen, nicht wahr? Da können wir nicht rein. Bei den Ladies können wir auch nicht rein, bei den Gentlemen können wir auch nicht rein. Mein Guter, wie ist das mit dem Pokertisch da hinten, ne? You need to take this up with Leroy. Ah, wir haben noch eine Zeitung. Prominenten Psychiater verspricht geistigen Durchbruch. Have a seat. Thanks, Doctor. How are you finding working at the clinic? It's, fine. Are you sure? Can I be honest with you, Doctor? I would hope so, Courtney. I was hoping that the therapy would be more beneficial. Treatment can, unfortunately, be very long-term. So many of the patients here are addicts, Doctor. Many of them. Der erinnert mich total an den Schauspieler von Saw. These people were condemned to sanatoriums. If we can reveal the root of the problem, then we have a chance to help them. And until then, they stay sedated? Do I detect a hint of reproach, Courtney? I was expecting more, Doctor. I'm sorry. I don't mean to criticize. Part of being a physician, Courtney, is learning to be patient. How is it possible to keep so many of them on their medications, Doctor? Many of their addictions are illegal. Oh, many things in life are gray, Courtney. What may on the surface appear to be illegal is actually of benefit to society at large. Ach so, der legt die Regeln auch so aus, wie es ihm gefällt, ne? Vielleicht, weil er das ist. Das wäre natürlich möglich. So, mein Guter. Sorry, pal, that's all I got. Even bartenders run out of gossip. Ja, aber ich würde gerne mit dir über den Pokertisch da hinten reden. Da ist doch was nicht so, wie es sein soll. Warte mal, müssen wir den Pokertisch vielleicht noch irgendwie untersuchen? Nee, wir können das hier nicht untersuchen. Teddy, schlaf schön. Gute Nacht dir. Okay, dann geben wir mal Bescheid. Irgendwo da drüben ist das Telefon. Da hinten. All these people, vultures, officer. Y'all seem to be standing around. Tell me what's going on. Shouldn't you be working? Ich arbeite, meine Gute.
Phelps, 1247. How can I help, Detective? I need to run a partial license plate, 3 Charles 8. Cross-check possible Lincoln owners. Suspect vehicle is a red Lincoln Continental. Just a moment, Detective. Only one possible make on that license. Registered to a William Shelton, 738 West Temple Street. Thanks. Mm-hmm. Looks like we caught a break on this one. Yeah. Tja, die Dame, aber die Frau müssen wir auch auf jeden Fall noch verhören. Wir machen aber heute wieder lang. Ja, ich überlege, ob wir den Fall noch fertig machen. Ich weiß halt nicht, wie lange der Fall dauert. Vielleicht ist es gar nicht illegal und er hat eine Erlaubnis dafür. Ah, ja, möglich. Wir gehen erstmal zum, oder? Was meint ihr? Erstmal zum Besitzer des Autos oder erstmal zu der Frau? Was würdet ihr sagen? Frau Pattinson, Auto. Ist jetzt 2 zu 3. 2 zu 3, 2 zu 1. Immer erst zur Frau. Alles klar, dann nehmen wir erstmal die Dame. Oh, wie weit wohnt sie weg? Ein Eckchen. Ein Eckchen. So the wife was there when it happened, but then left the scene. You're right. That's pretty unusual behavior. She could be in shock. Oh, man. I saw some people do some strange things in the war after their bodies got hurt. Maybe. Maybe she doesn't give a fuck. According to the patrons, her old man was a piece of work. You don't think, Phelps, the guy was run over. So it worked out well for this broad. So what? Maybe she deserved to catch a break. Who knows? Machen wir es wieder mit Sirene. Oh, die Musik ist gerade sehr, sehr cool. Wohnsitz der Pattinsons. 5 Uhr morgens. Nee, Blackbeard, noch nicht. Realtime, guten Abend. Yes? Hello? Mrs. Patterson. Is this about my husband? We're investigating the incident, ma'am. I see. Come in, won't you? Sie weiß es schon. Sie weiß es halt einfach schon. Das heißt, sie muss es wirklich gesehen haben und dann weggegangen sein. Das ist halt schon ein bisschen weird, ne? Und Willa, danke dir für den Host. Junk. Ich würde gerne die Messer da untersuchen. Warum kann ich die Messer hier nicht untersuchen? Ich kann generell sehr wenig hier untersuchen. Vielleicht muss ich erst mit ihr reden.
Na, guck mal. Haben auch selber hier gezockt. Doesn't look like anything. Abgeschlossen. Nee, ich will nicht die Bierflasche untersuchen. Ich will die Karten mir anschauen, aber das geht anscheinend nicht. Okay. Ich schaffe noch für eins einen Speedrunner. Dem wurde der Weltrang versaut durch einen Bug, der noch nie seine... Was? Was meinst du, Blackbeard? Ich verstehe gerade nicht, worauf du hinaus möchtest. Und Jinx, danke dir. Vielen, vielen Dank für den Raid. Dankeschön. Guten Abend zusammen. Can you tell me what happened? What's to tell? He got hit by a car and now he's dead. You don't appear to be too upset about the fact. Lester and I met on a furlough in 44. We got married that weekend. People don't understand it now, but that happened a lot back then. I see. So you probably did well to stick it out this long. What's that supposed to mean, mister? I think it's about time you left. I have someone here, and I beg your pardon? You're gonna have to run that one by us again, sister. It's okay, sister. Lorna. I'm Leroy Sabo. Well, well. Nice to see you're comforting the grieving widow, Mr. Sabo. All right, wise guy. Do you have any intelligent questions you would like me to answer? You can confirm Mrs. Patterson's story. Lester lost at cards. He was kind of hard to control when he lost his temper. He turned without looking and walked right out in front of the car. It wasn't good. What's your relationship with Mrs. Patterson, Mr. Sabo? We're friends. Good friends. You expect me to believe that? Look, I was filing for divorce. Mental cruelty. Lester could be a mean son of a bitch. And Lester knew about that? No. I hadn't told him. Well, hasn't this worked out well for the two of you? I feel almost bad for busting in on this little rendezvous. Ziemlich eiskalt, die Gute, ne? You think I got nothing better to do? Beat it. How did the car come to hit Lester? He walked straight into the path of an oncoming car. Oh, wie selbstgefällig sie lächelt. Oh, wie selbstgefällig sie lächelt. Puh, das ist gelogen. You're lying, Lorna. You pushed him in front of the car. If you think you can prove that, I suggest you arrest me now. Ist es der Streit gewesen? Ist es das Messer? Ist es der Streit? I would have loved to push him under a car many a time, but not this time. You were arguing in the bar and on the sidewalk. We were always arguing. So what? Don't lie to me. Something was different this time. You're clutching at straws. Ah, okay, jetzt weiß ich, was du meinst, Blackbeard. Okay, das ist dann richtig. Das ist kacke. Ah, das ist kacke, wenn das dann an dem Bug liegt. Das ist nervig. Ich überlege. Was war dieses Mal anders? Das, hat er hier vielleicht von der Lebensversicherung erzählt? You think I got nothing better to do? Beat it. You married?
The arguments are never any different. We're leaving, Lorna. But this doesn't add up. We'll be keeping an eye on you. Beides falsch. Die hat die Wahrheit gesagt, oder wir hätten es anzweifeln müssen. I didn't love him. I admit it. But that's not a crime. Vielleicht hat sie wirklich die Wahrheit gesagt und sie ist einfach nur eiskalt. Puh. Schade, das war beides falsch. Das ist nicht cool. Schwer zu lesen, die Dame. So, zu Shelton müssen wir noch. KTI Radio is a member of the ACB Network, American Century Broadcasting. Broadcasting at 760 kHz. So, wo müssen wir hin? Ach, guck mal, das ist auch gleich ums Eck. Oh, hätte er fast zu Fuß hingehen können. Naja, die Dame ist in der Tat schwierig, das ist richtig. Ah, da ist das Auto. Warum gucken beide so verstört? Shettons Wohnsitz. 8 Uhr morgens, kurz vor 8. Hello, sir. That's the son of a bitch right there. William Shelton? Yes? It doesn't look good, Shelton. You packing your bags and making a run for it? You know why we're here. Yes. The accident. We've got witnesses who can put this car at the scene, not to mention the physical damage. This is open and shut, Shelton. Oh, warum müssen Sie denn immer weglaufen? Immer. That coward thinks he can run from everything. Whoa. Oh. Nein. Na, so viel zum ganzen Auto. Enough games, Phelps. Take this guy out. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. I wonder he killed someone driving like this. Ich glaube aber, wir haben auch gerade jemanden mit dem Briefkasten erschlagen. Ah, komm schon. Ah, wir brauchen mehr PS. Lay into his wheel arches. Come on. Junge! Wow, mitten über den Platz ist der Irre! Oh Gott! Menschen! Oh, Entschuldigung! Ah, toll, ja. Oh, Mann. Was steht der auch so doof neben seinem eigenen Auto, dass er drunter gerät? Ups, ja. Jetzt fly high, guten Abend. Ihr macht alles putt. Nein, nein. Nein, nein. Nur ihn hier. Nur ihn. That coward thinks he can run from everything. Er beschleunigt halt auch viel schneller als wir. Enough games, Phelps. Take this guy out. Komm schon. Oh, wow, wie er halt einfach weiterfährt.
kill someone driving like this. Ey, der fährt halt einfach weiter. Don't let that asshole get away. Lay into his wheel arches. Come on. So. I give up. That's it. Aus mit dir. LAPD. How does a vehicular manslaughter rap sound, Shelton? I hit him. I admit it. I just panicked, but it wasn't my fault. What do you mean? The guy jumped right out in front of me. He came out of nowhere. There's nothing I could do about it. Why didn't you stop? I've had accidents before. That's it. We're done here. The DA is gonna love you. They weren't all my fault. I'm a surveyor. I need my license for my job. There were people around. A woman and a man were standing right next to him. I thought they could get him to a hospital. I'm telling you, it's not my fault. The guy is dead, Shelton. You can't be serious. William Shelton, you're coming downtown. We need to talk about a manslaughter charge. You think Mal is done with the autopsy? Better call it in and check, Phelps. Between the driver and the widow, I say we start dealing with the facts. Ach, wir können auch unseren Partner fahren lassen. Aber ich wollte jetzt erstmal, jetzt müssen wir erstmal kurz anrufen. Oh, die Alarmköpfe, Cobra 11. Naja. Er ist halt selber gefahren wie eine gesenkte Sau, ne? Was willst du machen? Hallo? Kannst du? Okay. Floscho, schlaf schön. Gute Nacht dir. Phelps, Badge 1247. Joggerbilly, auch eine gute Nacht. That's the latest thing. Are there any messages for me? Just one detective from the coroner. Message reads, Phelps, see me at Central Morgue immediately. Results of the Patterson autopsy. Okay. Thank you. Leichenschau aus. Check. Lass mich raten. Er ist nicht am Unfall gestorben, sondern am Messer in der Brust. Sollen wir uns mal gerade kutschieren lassen? Can you drive to this one? Do we know where we're going? Ja, wissen wir. Jetzt machen wir mal eine kleine Spazierfahrt mit dem Kollegen. Ach, dann geht das einfach so. Ich dachte, er macht jetzt eine Spazierfahrt mit uns und wir können uns ein bisschen in Ruhe umgucken. Wo müssen wir denn hin? In welchen Raum? Hier drüben? Ah, hier drüben. Das sieht gut aus. We can put the driver in front of a judge in less than a week. You'd be making a big mistake. Run that by me again? Messer. The victim was dead before the car hit him. Two puncture wounds to the right side of the thorax. Second puncture reached his heart. You're kidding me. Been doing this job 23 years, son. No one's ever laughed at one of my jokes. He was stabbed to death? Long, sharp knife. Length of a bayonet. We found a knife in the alleyway. Where is it now? Was it bagged? By Patrolman Kaplan. Perfect. I'll get you a definite match. Jesus, we got him. Murder one. We were right there and they tried to stare us down. Now they'll both get the gas chamber. We have the knife, we have the coroner's report, and I bet we could roll Sabo as a witness. Let's bring her in. Oh, die sind bestimmt abgehauen. Oder sie hauen ab, sobald wir wieder da sind. Eins von beiden. Endlich mal sicheres Fahren. Freu dich nicht zu früh. Jetzt fahr wieder ich. Je nachdem, wie weit das ist. wo haben wir denn geparkt? Ah, da vorne. Ach, hat er sich jetzt direkt... Ja, gut. Nee, er sitzt auf dem Beifahrersitz. Ich wollte gerade sagen, ich dachte, er hätte sich jetzt direkt auf den Fahrersitz gesetzt. So ein Motto, mit dir fahre ich nicht mehr. Wenn ein Auto steht, unbrauchbar machen. Ich glaube nicht, dass das geht, dass man einfach so die Reifen kaputt stechen kann, oder? Ja, ich kann nicht. Ich kann aber nicht. Ich muss jetzt gerade wirklich erstmal die Mordverdächtigen verhaften gehen.
die als Safe Call sowieso schon abgehauen sind. Oh, falsche Straße. Wir müssen einmal ums Eck. Entschuldigung! Hat sie gerade gebrüllt, dass ihr, dass ihr Mann ein Anwalt ist? Oh, scheiße, wir sind im Arsch. Nun. We spoke to the coroner, Mrs. Patterson. He confirmed your husband's cause of death. We'd like you to come downtown and answer some questions. It wasn't me. It was Leroy's idea. Mm. Leroy stabbed him. I had nothing to do with it. Where is Leroy now? He's in the bedroom. You're very good, Lorna. Put the gun down, Leroy. If you do something stupid now, you don't stand a chance in front of the grand jury. I see you to give me up, sweetheart. All that whispering in my ear, telling me how we had to get rid of him, how good it could be, all the money we could claim. All that planning, how to get him into the street, how to make it look like an accident. For God's sake, you Leroy, had shut up. You all the bases covered, baby. I have nothing to do you with it. You think I'm gonna fry for you, Lorna? He's a crazy man. Shoot him. Shoot him, for God's sake. Oof. Too late, Sabo. Darf ich ihn erschießen? Ich weiß nicht, ob ich ihn erschießen darf. Oh, komm schon, können wir nicht ein bisschen schneller rennen? Oh, warum sind denn die Verdächtigen immer so viel schneller als wir? Ich habe ihn in den Popo getroffen, der kann eigentlich gar nicht mehr rennen. Oh, wir hätten ihm den Weg abschneiden sollen. Lass das. Alter. Bring nicht noch eine Frau um. Was ist Spiel? Ich kann nichts mehr machen. Wo ist er hin? Der ist einfach durch den durchgelaufen. Ich kann nichts mehr machen. Ah, jetzt kann ich raus. You want to back off right now. Help me! Wo ist unser Kollege? Man weiß es nicht. You look spooked, Phelps. I thought you'd been under fire before. It never gets any easier, Bukowski. Ob das diesmal Lob gibt? Ich weiß nicht. Wir haben ziemlich viel kaputt gemacht. So, I give you a hit and run. You bring me back fraud, conspiracy and first degree murder. This is how a good detective operates, Phelps. You take nothing at face value. You keep digging and asking questions until you get to the truth. You got some sharp elbows on you, detective. I like that. Keep up the good work. Und bekommen wir ein ausgezeichnet? Ja, komm, die Kosten sind überschaubar. Wir haben nur ein Verdienst vollbekommen. Wir haben leider nur ein Verdienst vollbekommen. Aber damit bin ich eigentlich unglücklich. 8 von 9 Hinweisen. Wir haben einen Hinweis übersehen. Und 3 Fragen falsch. Noch ein Besuch in Ray's hätte gezeigt, wie weit Leroy gegangen wäre, um dem Gefängnis zu entgehen. Aha. Was haben wir denn in der Kneipe übersehen? Irgendwas haben wir in der Kneipe übersehen. Nie mit Isa anlegen, wenn sie eine Knarre in der Hand hat. What? irgendwas haben wir leider übersehen.
Und The Real Bestial, danke dir fürs Follow. Dankeschön, mach's dir gemütlich. Habe ich leider jetzt gerade erst gesehen. Danke dir. Ja, haben wir den Fall heute auch noch gelöst, ne? Aber ich hätte sehr gerne einen ausgezeichnet gehabt. Verdammt. Verdammt. Falsche Papiere. Phelps, Bukowski. B-Cop says he located a green Kaiser Frazier from the hot sheet. Address is 6 West 2nd Street. Get over there and see what you can find out. Go on. Sorry to inconvenience you. We're on it, Captain. Okay, wir müssen uns um ein gestohlenes Fahrzeug kümmern. Du bekommst von uns ein Fleißsternchen. Ja. Warte, wir machen noch einen? Nein, wir machen nicht noch einen. Aber ich wollte, dass das Spiel noch speichert. Ich habe ja gesagt, wir machen noch den einen Fall fertig. Und es passt so zeitlich ganz gut, finde ich.